was a gentleman with a thing. For people with brains and the song they dare to sing. Think for honesty and the truth. And it's by my everlasting youth. I feel like an immortal king. I'm just a gentleman with a thing. Guten Morgen zusammen. Wir starten mit einer neuen Runde in der Talk. Und mein heutiger Gast stellt sich selber vor. Bitte schön. Okay, mein Name ist Ferdi Dörnberg. Ich bin musikmachender Mensch. Ich bin auf dich aufmerksam geworden über deine Tätigkeit mit Axel Rudi Pell. Und habe dann angefangen zu recherchieren und habe festgestellt, du spielst auch unter anderem bei der Band Rough Silk. Und habe dann als nächstes festgestellt, der Ferdi Dörnberg ist ein sehr aktiver Musiker, ein sehr aktiver Songwriter. Ich habe gelesen, dass du bei mehr als 300 Produktionen mitbeteiligt warst. Gibt es dabei eine Produktion, wo du sagst, das war mein Herzblut oder... ist Produktion gleich Produktion für dich? Na, Herzblut weiß ich nicht. Ich meine, sicherlich, also ich hatte die Ehre, mit ein paar Leuten zu spielen, die ich halt durchaus sehr gerne mag und wo ich, also entweder menschlich oder auch Hero-mäßig oder eben beides. Manchmal ist es natürlich auch so, dass man dann alte Helden kennenlernt und dann merkt, man hätte sie vielleicht lieber nicht kennenlernen wollen. Manchmal ist es auch genau andersrum, dass es sehr coole Leute sind. Aber tatsächlich, das Herzblut liegt dann doch, glaube ich, eher in den eigenen Songs. Also ich meine, ich mache immer gerne halt Produktionen und spiele auf den Songs anderer Leute und versuche dann aber mein Ego zurückzustellen und deren Vision irgendwie so in die Realität umzusetzen, wie die sich das halt vorstellen. Das heißt, es ist aber, also ich versuche nicht da krampfhaft Ferdi Dörnberg zu sein und meinen Stil praktisch da einzuprügeln, es sei denn, die wollen den. Also es gibt ja auch Leute, die genau sagen, hey, ich finde total geil, wie du spielst und genau das will ich, gib mir mal Input. Und es gibt aber auch Leute, die haben halt eine genaue Vorstellung und beschreiben dir dann, was sie sich vorstellen und dann musst du halt versuchen, das adäquat umzusetzen, sodass die Vision des Komponisten oder des Produzenten oder was auch immer, halt, dass du eine Erfüllungsgehilfe von dessen Vision bist. Dann ist es aber natürlich sein Herzblut und ich bin nur der Umsetzer. Wie gesagt, so das eigene Ding, das ist dann doch eher auch in den eigenen Produktionen, also eigene Songs. Also entweder eben Rough Silk ist ja meine Urband, also mit der ich also im Musikbusiness angefangen habe, oder eben meine Soloplatten, weil da habe ich natürlich komplett freie Hand und da bin ich halt derjenige, der das Bild malen kann. Was natürlich logischerweise bei meinen Soloplatten noch mehr so ist als bei Rough Silk. Bei Rough Silk gibt es ja noch mehr Leute, die auch eine Meinung haben, die genauso wichtig ist wie meine. Und vielleicht ist die Vision dann auch nicht dieselbe. Aber bei meinen Soloplatten ist es eben so, dass ich da schon, da zählt eigentlich nur, dass ich das mögen muss. Wir haben ja schon mal ein bisschen gesprochen im Vorfeld. Was ich ganz spannend finde, ist, du hast gesagt, dein Papa war Jude. Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen und auch, ob du einen Bezug oder glaubst du an Gott? Hast du da Bezug dazu? Da muss ich ganz weit ausholen. Also ich bin Halbengländer, jüdischer Abstammung und mein Vater konnte 1938 den Nazis entkommen, zusammen mit seinem Bruder. Die waren halt noch Jugendliche. So Spätjugendliche. Ja. Der Rest der Familie ist, wie leider so viele, halt im KZ umgebracht worden. Mein Vater war auch erst noch im KZ, konnte dann aber, wie gesagt, aufgrund so einer Regelung, dass unter 18-Jährige noch rauskamen, noch aus Deutschland entkommen. Ist dann nach Kanada, erst nach England geflohen, von England aus nach Kanada verschoben worden und dort interniert, weil eben natürlich logischerweise die Nazis auch unter die jüdischen Flüchtlinge Saboteure und Geheimagenten halt geschmuggelt haben, die in England dann halt Sabotageakte vollbringen sollten und ähnliches. Und dementsprechend wollten die Engländer die dann während des Krieges da auch nicht haben. Und so weiter. Das führt zu weit. Auf jeden Fall ist er dann später wieder zurück nach England gegangen, wurde dann Geiger im Sinfonieorchester in Brighton
und ist in den 50er Jahren aber zum Christentum übergetreten. Und zwar aus dem Grund, weil er, das Judentum ist ja alttestamentarisch. Also im Prinzip, alle denken ja mal, das Judentum wäre eine ganz andere Religion als das Christentum, was ja gar nicht stimmt. Das ist ja im Prinzip so, der Unterschied ist ja der, die Juden glauben halt, dass der Messias noch zu kommen hat. Und die Christen glauben halt, dass Jesus der Messias war. So, und das ist eigentlich der Unterschied. Aber das Alte Testament ist das Gleiche. Und dementsprechend ist aber das Alte Testament natürlich noch voller Auge um Auge, Stein, Zahn um Zahn Ideologien. Und dementsprechend natürlich noch etwas kriegerischer und unverzeihlicher. Und mein Vater hatte eben das Problem, dass er logischerweise nach diesen ganzen Erlebnissen Vergebung gesucht hat. Also wurde nicht logischerweise, sondern dass er nicht so verbittert sein wollte, wie ganz viele Holocaust-Opfer oder Holocaust-Überlebende, die eben dann auf ihre Art ja so verbittert waren, dass sie, wie soll man das jetzt am besten sagen, dass sie halt zum Beispiel jetzt den Enkel eines SS-Mannes auch gleich gehasst hätten, weil er aus dieser Familie kommt und sowas. Und so wollte mein Vater nicht werden, sondern er wollte halt gerne, dass das nicht zu so Familienfäden über Generationen wird. Damit stand er auch ziemlich alleine. Also er hat ja öfter auch auf irgendwelchen Veranstaltungen dann noch als Redner gesprochen und wurde auch teilweise angefeindet, weil er so versöhnlich war. Mhm. Aber das war der Grund, warum er dann zum Christentum übergetreten ist, weil er war halt Berufsmusiker und hat dann auch als Jude schon in Kirchen gespielt, zum Beispiel Bachwerke und sowas alles, und hat in diesen evangelischen oder protestantischen Kirchen hat er dann, weil es war in England, hat er dann eher diesen Vergebungsaspekt gefunden als im Judentum. Ja. Und er war ja dazu gesehen, da er so früh da rausgerissen wurde, natürlich im Judentum auch nicht so richtig sozialisiert. Und so kam das, dass er dann zum Christ wurde. ich selber bin eigentlich nicht religiös, muss ich sagen. Also ich glaube zwar, dass es etwas gibt, was uns übergeordnet ist, aber ich glaube nicht, dass eine der Weltreligionen in irgendeiner Form das erfassen kann. Also ich glaube, es ist so, also die, was immer es ist, vielleicht ist es das Prinzip der Natur, ich weiß es nicht, ne? Das wäre dann schon wieder Paganismus, aber keine Ahnung. Also ich glaube einfach, dass es schon irgendetwas gibt. Ich hoffe natürlich auch vielleicht, dass es ein Leben nach dem Tode gibt, weiß ich aber nicht. Und ich denke einfach, das Problem ist, zum Beispiel, wenn jetzt der Mensch hat ja einen sehr begrenzten Horizont, logischerweise. Ja. Und wenn man jetzt jemandem sagt, okay, das Universum ist unendlich, dann ist das halt eine Weite, die sich keiner vorstellen kann. Und die man irgendwie, und logischerweise, wenn irgendwas nicht nachvollziehbar ist für uns, bekommt man Angst. Ne? Ja. Und ich denke, dass die Religionen halt immer eine Art Möglichkeit waren, sich diese Angst zu nehmen. Aber dass sie durchaus von Menschen erdacht wurden, die Religion. Ja. Also im Prinzip ist es ja so, dass, egal ob du jetzt die Bibel nimmst oder den Koran oder was auch immer, dass das ja eigentlich Stammeschroniken waren. Darum waren die auch, lesen die auch einmal, die spielen ja alle in einem begrenzten lokalen Raum, logischerweise, weil die Welt damals ja auch viel kleiner war. Und ich glaube, dass, ja, das sind halt so Stammeschroniken, wo dann noch immer noch irgendwas da mit rein mythologisiert wurde, und so kam das halt, ne? Und ich denke aber, dass tatsächlich wahrscheinlich in jeder dieser Religionen so ein kleines Körnchen Wahrheit drinsteckt, durch Zufall vielleicht, oder der eine mag meinen, durch göttliche Einflüsterung oder was auch immer, wobei das ja wieder impliziert, dass es einen Gott geben muss, oder eben vielleicht einfach, weil es Philosophien sind, also so sehe ich das halt, ne? Also ich denke zum Beispiel grundsätzlich schon, dass zumindest unser Staatssystem und unser westliches Denken natürlich logischerweise vom Christentum sehr beeinflusst wurde. Allerdings auch von den Griechen natürlich und von den Römern. Also alles, ne? Ich meine, das Prinzip Demokratie stammt ja von den Griechen. Und deshalb kann man nicht sagen, dass ich nicht vom Christentum geprägt worden wäre. Aber ich sehe es schon so, dass ich persönlich jetzt, ne? Also von mir aus kann jeder glauben, was er will. Aber ich sehe es halt so, dass die Menschen sich praktisch die Religionen irgendwie erdacht haben, um, ich sag's jetzt ganz, es ist natürlich ein sehr großes Thema, das würde eigentlich die ganze Sendung schon sprengen, aber um sich halt diesen Glauben oder diese Angst vor dem Unendlichen oder vor Größenvorstellungen, die man nicht hat, zu nehmen, weil dann sagt man ja, gut, das Universum ist unendlich, oh Gott, da habe ich ja ganz viel Angst, da weiß ich ja gar nicht, was ist denn da dahinter und so, das, ne? Und dann wird gesagt, naja, muss ja keine Angst haben, oben, da sitzt Gott, ne? Daneben sitzt Jesus und dann ist da noch der Heilige Geist. Dann hast du die heilige Dreieinigkeit und die wachen über dich. Ne? Und wenn du böse Dinge tust, dann kommst du nachher wieder unten in die Hölle. Gut, da leben wir natürlich auch noch irgendwie bei einer Vorstellung der Erde als Scheibe. Ne? Und so, also, naja, und das dann, ach so, dann ist es ja gut, dann brauche ich ja keine Angst haben. Okay, so, dann war erstmal alles gut. Und dann kam aber der Nächste und sagt, ja, nee, ich glaube, das ist Quatsch.
Es gibt keinen Gott. Es gibt Buddha. Und dann kam, oh, wenn der jetzt sagt, das ist alles ganz anders, dann muss ich ja doch wieder Angst vor der Unendlichkeit des Universums haben. Dann muss ich den jetzt sofort umbringen, weil, nee, das geht ja nicht. Und so, ne, weil meine Religion ist ja die einzige, die geht. Und wenn dann noch eine andere sein sollte, das kann ja nicht sein. Ne, und ist ja natürlich jetzt sehr vereinfacht dargestellt, ne? Ja. Aber ich denke mal, das ist so, dass die Wurzel allen Übels, wobei natürlich dann später logischerweise alle Religionskriege auch nicht nur wegen Religion geführt wurden, sondern dass natürlich immer ein sehr guter Vorwand war, um ja das Volk zu einen und zu den Waffen zu rufen. Also ich denke mal, 90% der gesamten Religionskriege hatten nur sehr, ja, vielleicht zu einem kleinen Teil wirklich mit Religionen zu tun und alles andere ging doch um finanzielle und Machtinteressen. Ja. Ja, aber wie gesagt, deshalb, also das denke ich über Religion. Ich selber bin also nicht religiös. Also ich glaube tatsächlich zwar schon, dass es so eine gewisse Grundordnung gibt. Ich glaube eigentlich auch nicht, dass unser kleiner Mini-Planet, der sowieso irgendwann von der Sonne verbrannt werden wird, wirklich das Zentrum des Universums ist. Sondern ich denke, es wird noch ganz viele andere Welten geben mit ganz anderen Glaubenswelten. Und wer weiß, wie es ist. Also man weiß es jetzt halt nicht. Man kann es sich nie vorstellen. Aber deshalb halte ich es halt auch mit Sokrates und sage einfach, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ein kleiner Themenbruch. Ich habe am Anfang schon gesagt, ich habe dich über Axel Rudi Pell kennengelernt und habe mir dann angefangen, deine Songs anzuhören. Und einer ist mir ganz besonders ins Auge gestochen, Gentleman with a Thing. Schwingt da so ein bisschen schwarzer Humor mit in dem Lied? Definitiv. Also ich bin halb Engländer und habe einen jüdischen Background. Also schwarzer geht es nicht. Nee, definitiv. Also meine Solo-Sachen sind immer mit sehr viel Ironie und ja, seltsamen Metaphern geschmückt. Das ist schon so. Ich habe so, wie ich reingehört habe, habe ich mich so am Anfang an Queen so ein bisschen erinnert gefühlt, wie sie in Cork singen. Du hast vorhin schon mal angedeutet, eher in die Richtung Beatles. War das so beabsichtigt, so in einen Stil reinzutreten? Ich würde jetzt tatsächlich sagen, weder noch. Also ich meine, natürlich hat der Song so ein britisches Ding, aber ich würde tatsächlich, also was auch daran liegt, dass die Akkorde natürlich sehr so typisch britisch sind, ne? Ja. Tatsächlich finde ich, das Britische ist eher das Video, weil wir haben da sogar so einen Schwarz-Weiß-Film wie so einen alten Edgar Wallace-Film gedreht, alles in Eigenregie während dieser Corona-Zeit, wo man halt nichts machen konnte, da hatten wir dann viel Zeit und dann haben wir aus Spaß halt so einen Schwarz-Weiß-Film gedreht mit Melone und so, und da ist auch dieser Melonenmann entstanden, der dann auch auf dem Cover ist. Ja. Also ich, ne? Und also ich finde, dass, also der Song selber ist ja doch, weiß nicht, ich finde den, also der hat viele verschiedene Parts, ne? Also der hat halt natürlich diese typisch britischen Akkorde im Refrain. Die Strophen sind allerdings, finde ich, gar nicht so englisch. Also die sind eher so, würde ich fast sagen, so von den Akkorden her, keine Ahnung, West Coast-mäßig, also amerikanisch. Dann hast du diesen Mittelteil. Der Mittelteil hat ja sogar tatsächlich so ganz leichte Elektronikanleihen. Also wiederum, was ja auch in so einem Kontext mit so einem, ja, also Beatles-mäßig ist natürlich die Hochbeet-Trompete. Ja. Da ist eine Trompete drin, die das ist natürlich Kenny Lay. Das ist natürlich logischerweise gewollt, ist ja klar. Ja. Ja, aber dann im Mittelteil gibt es dann wiederum ja so Gothic New Wave Elektronik Sounds, das ist ja, also ich finde, der Song ist sehr vielschichtig geworden und bei mir geht es ja auch immer darum, dass die Musik eigentlich den Text unterstreicht, weil dieser Text ja sehr der ist ja sowohl politisch als auch abstrakt, also und im Prinzip geht es ja auch darum, dass also eigentlich geht es ja da um die Warnung vor der wie sagt man, also die künstliche Intelligenz war ja da noch gar nicht so ein Thema, aber es ist jetzt geworden. Aber überhaupt die Warnung vor der Übercomputerisierung, also vor der Digitalisierung, die, witzigerweise, ich war da schon ein bisschen prophetisch unterwegs, weil der Song ist ja von 2000. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie sich's entwickelt hat, ist es ja leider alles so genauso gekommen, dass eben durch die ganze Digitalisierung und dadurch, dass Musik halt nichts mehr wert ist, weil man sie sich einfach irgendwie ist halt
Früher hat man sich halt eine Platte gekauft oder eine CD oder ein Buch gekauft. Es geht ja um Kultur als Ganzes. Es geht ja nicht nur um Musik in dem Song. Um Musik ist eigentlich dem Namen nach gar nicht. Sondern es geht einfach um Kultur. Und dass Kultur natürlich dadurch, wenn sie nur noch so ein, noch ein Mausklick ist es ja auch noch nicht mehr, weil einfach nur auf dem Handy tück einmal abgerufen wird, dann hat man halt ganz kurz mal Kultur, dann hört man sich die ersten 10 Takte an und dann klickt man weiter, weil es ja sowieso nichts gekostet hat. Ganz anhören muss man sich den Scheiß ja nicht mehr. Und dadurch, ja, ist ja so, ne? Ich meine, die neue Musiknorm ist ja die, dass tatsächlich, wenn die Leute die ersten, ich glaube, 60 Sekunden eines Songs gehört haben, dann zählt der bei Spotify als gehört und dann klicken sie halt weiter. Darum fangen ja die ganzen modernen Popsongs jetzt alle nur noch mit dem Refrain an, damit die Leute gleich gecatcht werden. Und wenn man eben sich das länger anhört, und weil ja erst ein wabernes Intro ist und noch ein Gitarrenriff, dann haben die Leute in der Zeit schon weitergeklickt. Also das ist nämlich genau der Punkt. Also es ist eben wirklich, Musik ist halt nur noch Fast Food und ist nichts mehr wert und ist durch diese ganze Digitalisierung halt auch wirklich entzaubert worden. Ja. Und darum geht es im Prinzip in diesem Song, dass man da, dass ich davor Angst hatte, dass es so kommen könnte, und es hat sich ja leider genau bewahrheitet. Es wird ja, und das ist ja noch nicht die Spitze des Eisberges, das wird ja noch viel schlimmer werden. Ja. Ich habe im Video gesehen, dass da auch die Anke, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Sobek mitspielt. War das Zufall oder durchaus beabsichtigt? Hat sie im Song, in den Aufnahmen auch Rollen gespielt? Oder? Die spielt oder auch auf dem Song, ja. Die spielt da Kontrabass. Ah, sehr das, cool. Also der Song hat tatsächlich zwei Bassisten. Beide von Rough Silk, also der Mike Mandel spielt halt den E-Bass. Ja. Der ist ja bei Rough Silk Gitarrist, aber ist halt auch ein sehr guter Bassist. Und ich habe jahrelang mit Matt Gonzo-Röhr von den Bösen Onkels getourt. Und da war Mike der Bassist. Also der ist sowohl Bassist als auch Gitarrist. Und Anke ist meine Ex-Frau. Also wir waren früher mal verheiratet und spielen halt zusammen bei Rough Silk, verstehen uns auch noch gut. Und gut, ein weiterer Unterschied war ja auch der, also logischerweise mussten wir ja die Leute, die in diesem Film mitspielen, aus dem nahen Umfeld hier nehmen, weil wir das ja während der Corona-Zeit gedreht hatten. Ja. Das heißt, durfte ja gar keiner irgendwoher hierher reisen. So ist auch die Platte entstanden. Also das normalerweise ist ja so, dass die Leute dann immer hierher kommen und bei mir im Studio das alles eintrommeln. Das ging zu dem Zeitpunkt ja gar nicht. Das heißt, er hat das bei sich zu Hause eingetrommelt, also Herbert bei sich im Keller. Mark Sonder, logischerweise, ist auch nicht aus San Francisco hierher oder L.A., Kalifornien auf jeden Fall. Wo wohnt er denn? irgendwo in Kalifornien auf jeden Fall. Sondern der hat das halt auch bei sich eingetrommelt und mir geschickt. L.A. ist es. Wer war noch dabei? Jörg Uken. Und Jörg Uken ist ein Produzent aus Ostfriesland, der auch in diversen Bands gespielt hat. Aktuell spielt er bei Weckerhead. Das ist so eine Band, die macht Motorhead-Cover, aber mit lustigen norddeutschen Texten. Also die sind sehr cool, finde ich. Bin eigentlich kein großer Tribute- und Coverband-Fan, aber das ist cool. Und der hat halt auch zwei Songs Schlagzeug gespielt. Also so gesehen war und Alex Wenn. Alex Wenn ist der Drummer von Gunter Gabriel, mit dem ich halt auch jahrelang getourt habe. Und hat aber zwischenzeitlich halt auch bei Matt Gonzo-Röhr getrommelt. Und der hat auch einen Teil des Schlagzeugs. Und der wohnt aber auch halt hier 10 Kilometer entfernt. Das heißt, wir konnten ja nur mit Leuten arbeiten, die entweder hier ganz nah wohnen oder eben ja halt das virtuell machen konnten. Und so war es dann auch mit dem Video. Als wir das gedreht haben, mussten wir natürlich logischerweise Leute hier aus dem Umfeld nehmen. Das heißt, die Tatortreiniger sind Forensiker sind hier unsere Mieter. Die haben dann so Ganzkörperanzüge gesteckt und dann haben die da halt den Tatort gesichert und so. Also das heißt, es waren alles nur Leute aus dem Umfeld, weil wir ja gar keine Möglichkeit hatten. Zu der Zeit durfte man ja auch nur in seinem eigenen Bundesland sein und musste ab 21 Uhr zu Hause sein. Das war ja dieser richtig harte Lockdown, ne? Und dementsprechend musste man natürlich dann auch improvisieren. Ja. Heute sieht man es nicht so, du hast so ein riesengroßes Musikzimmer mit sehr, sehr vielen Instrumenten. Du spielst. Ja, das habe ich mit Absichten. Ich kann das mal kurz demonstrieren, weil hier Weihnachten ist schon gewaltig. Kannst du das sehen? Ja. Und ich dachte ja, damit die Sendung nicht auf Weihnachten spezialisiert ist, drehe ich uns mal um. Das war der Hintergrund. Also, weil ich eben dachte, bin ich jetzt nicht mehr in der Mitte des Bildes, glaube ich. Ne? Ist das okay? Ja. Ist okay. Oder bin ich schief? Nö, passt. Okay. Aber das war der Grund, darum gibt es heute. Also, ich dachte, damit nicht, dass im Sommer, wenn er jetzt jemand anmacht und sieht die ganzen Weihnachtsdekos meiner Freunde, dann gucke ich mir mal im Dezember an oder so.
Darum habe ich das mit Absicht jetzt mal nicht in die Richtung gehört. Wie viele Instrumente spielst du? Gut, also bei mir war es schon, also ich habe als Sechsjähriger mit Klavier angefangen, mit Trompete und mit 12, 13 mit Gitarre. Also mein Vater war, wie gesagt, halt klassischer Musiker, war halt Geiger im Sinfonieorchester und später auch Musiklehrer in Gordonston. Das ist ein schottisches Internat, wo er zum Beispiel unter anderem auch Prinz Charles, der jetzt King Charles ist, Trompetenunterricht gegeben hat. Und dementsprechend war es natürlich so, dass seine Vorstellung schon die war, als ich herauskristallisierte, dass ich mit Musik was zu tun hatte oder auch einen Bezug zu Musik, dass ich natürlich auch vielleicht Musik studieren sollte und in seine Fußstapfen treten. Und damals war es halt auch bei den Musikstudiengängen noch so, dass man halt ein Hauptinstrument brauchte, ein Melodieinstrument, das wäre in dem Fall die Trompete gewesen, und halt ein Harmonieinstrument, das Klavier. Ne, weil auf der Trompete kann man ja nur einen Ton auf einmal spielen. Ja. Es sei denn, man macht sowas mit Obertongesängen, was aber natürlich im klassischen Sinne nicht gefragt ist. Ja. Und das Klavier ist immer ein Harmonieinstrument. Das ist sowieso, wenn man Musik studiert, muss man auf jeden Fall Klavier spielen können. Auch auf Lehramt, ja klar. Ne? Damit man eben auch Harmoniezusammenhänge verstehen kann. Nicht hormonell, das ist natürlich das ist was anderes. Hormonelle Zusammenhänge brauchen wir beim Musikstudium wahrscheinlich eher nicht. Dann war ich halt 12, 13 und dann in der Schule kamen die ersten Punk und also tatsächlich, ich komme ursprünglich ja auch eher so aus der damals aufkommenden Punk-, Hardcore- und Skinhead-Szene. Also Metal kam später. Das heißt, meine erste Band war halt eine Punk-Band, The Webbles. Und damit haben wir sogar eine Single aufgenommen damals. Da waren wir 14, ne? Noch vor dem Stimmbruch. Dementsprechend klang das nicht ganz so böse, wie wir das gern gehabt hätten. Aber da passte halt weder Trompete noch Klavier. Und dann musste Ferdi halt Gitarre spielen. Sehr zum Leidwesen meines Vaters, der das eigentlich gar nicht so toll fand. Weil er eben zu Recht natürlich auch gefürchtet hat, dass dann dieser klassische Weg für mich damit beendet ist, was auch so war. Und aber er hat das dann später, als er dann gemerkt hat, okay, ich bin nicht drogensüchtig geworden und keine Ahnung, seine ganzen Befürchtungen hatten sich nicht bewahrheitet, hat er dann immer gesagt, ich heiße es nicht gut, aber ich toleriere es. Also das war dann immer sein Satz, ne? Wenn ihn jemand gefragt hat, was er denn davon hält, was ich so für Musik mache. Ja. Weißt du auswendig, wie viele Instrumente du in deinem Zimmer stehen hast? Also auch wie viele Gitarren und Bässe und. Ich zähle, ich mache das eigentlich nicht nach Masse, die haben sich irgendwann so angesammelt. Tatsächlich. Nee, ist ja auch so. Ich meine, guck mal, ich habe ja zwischendurch auch mal Endorsements mit diversen Firmen gehabt. Teilweise habe ich sie auch immer noch, mit Höfner zum Beispiel. Und dann, oder du spielst dann auf einer Musikmesse für eine Firma und dann geben sie dir, anstatt dass sie dir eine Gage geben, halt drücken sie dir am Ende dann drei Gitarren in der Hand. Ne? Sagen, kannst dir drei aussuchen, dann nimmst du die mit. Also das tatsächlich ist es nicht so, dass ich die jetzt alle für teuer Geld gekauft habe, sondern teilweise habe ich sie eben auch gekriegt. Teilweise habe ich sie halt sehr günstig gekriegt, ne, weil eben zum Beispiel B-Waren dieser Firmen waren, die sie so nicht verkaufen konnten, weil da irgendeine optische Macke drin war und dann konnte ich die halt echt für einen sehr kleinen Betrag kaufen. Und deshalb sind es trotzdem tolle Instrumente. Also ich bin ja sowieso der Meinung, dass manchmal günstige Instrumente, wenn man denen ein bisschen Pflege und Liebe gibt, manchmal besser klingen können als irgendwelche teuren, super, super Luxus-Custom-Modelle. Also da war ich noch nie, so war ich auch noch nie drauf. Also tatsächlich ist es auch so, also ich habe zwei, drei wirklich wertige Gitarren, die würde ich aber irgendwie auch nicht mit auf die Bühne nehmen, weil ich da zu viel Angst hätte, dass da was drankommt. Das heißt, ich nehme immer so Mittelklasse-Gitarren mit, die gutes Handwerkszeug sind, die funktionieren, ne? Und wo ich aber auch nicht traurig bin, wenn da irgendwie eine Macke reinkommt oder wenn da, selbst wenn sie umfallen und die Kopfplatte bricht und das Ding ist ein Totalschaden, ist es zwar schade, aber es ist nicht so, dass es unwiederbringlich ist. Ja. Also ich würde jetzt niemals meine wirklich teuren Gitarren mit auf Tour nehmen. Die benutze ich im Studio, was eben auch noch zusätzlich dazu kommt, dass die eben auch so eingestellt sind, dass sie im Studio perfekt funktionieren. Und wenn ich die immer, ich meine, ich spiele ja jetzt nicht nur irgendwelche Riesengigs wie irgendwie, oder spiele ich gar nicht jetzt, ich sag mal, mit irgendeiner Stadionband, wo das alles in zehnfach Schaumstoff umgebenem Rollercase transportiert wird, sondern bei uns kommen die Dinger im Gigbag irgendwo ganz oben drauf in Ford Kombi und werden halt durch die Gegend geschleppt. Ne? Ja. Und da sind mir die richtig teuren Gitarren auch einfach zu schade zu. Ja, eben. Gibt's in deinem Gitarrenfundus oder in deinem Instrumentenfundus das eine Instrument, das du mitnehmen würdest, zum Beispiel, das ist eine beliebte Frage, du gehst auf eine einsame Insel und kannst nur eins mitnehmen, was würdest du mitnehmen?
kann man so nicht sagen. Also bei mir ist ja tatsächlich auch so, ich bin ja auch nicht nur Gitarrist und ich bin nicht nur Keyboarder. Also bei mir ist es ja so, ich bin ja so, weiß ich nicht, also man nennt das so im Volksmund Multi-Instrumentalist. Bei mir ist tatsächlich so, es wirkt immer wie so viel, was ich so spiele, wenn man so mal so eine Liste liest, was ich auf so einer Platte gespielt habe. Ja. Aber tatsächlich sind das ja alles artverwandte Instrumente. Also ich spiele als eigene Instrumente, aber da eben dann nicht nur Gitarre, sondern eben hauptsächlich sogar Pedal-Steel, Lap-Steel, Slide-Gitarre, sowas. Das ist eigentlich mal so mein Hauptding an Seiteninstrumenten. Dann natürlich auch ein bisschen normale Gitarre. Aber wenn man sich so ein bisschen damit dann auseinandersetzt, kann man zum Beispiel als Gitarrist auch Mandoline spielen. Diese Mandoline ist halt in der Geigenstimmung, also umgedreht die tiefen Saiten der Gitarre, ne? Ja. Also nicht E-A-D-G, sondern G-D-A-H-A-E, ne? Und logischerweise hast du also in Quinten gestimmt, nicht in Quarten. Und dann kann man da eben, wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, auch auf einer Mandoline spielen, ne? Ja. Oder Ukulele oder was spiele ich noch? Banjo zum Beispiel spiele ich sehr gerne, aber das ist halt auch eine offene Stimmung, ähnlich wie bei der Slide-Gitarre. Insofern liegt mir das auch relativ, liegt mir. Dann was spiele ich noch? Buzuki, griechische und irische, beides. Aber da muss man sich halt einfach nur so ein bisschen auseinandersetzen mit. Und dann geht das. Ne? Aber es ist eben nicht so komplett artfremd. Genauso eben mit Tasteninstrumenten, also wenn man Klavier spielen kann, kann man sich halt, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, auch Hammond-Orgel spielen, was so mein Haupttasteninstrument eigentlich auch ist, neben dem Klavier. Ja. Aber das ist eben auch eine Spieltechnik, die so der normale, moderne Keyboarder, der halt doch viel mit Computern arbeitet und so, eigentlich auch nicht bedienen kann. Also das, ja, das war für mich eigentlich auch sehr gut, als ich so als Studiomusiker halt angefangen habe, weil ich eben Instrumente spiele, die viele Leute nicht spielen. Ja. Und die man auch nicht so gut durch einen Computer ersetzen kann. Weil das hört man halt schon, ob das eine echte Hammond-Orgel ist oder ob derjenige halt weiß, wie man das spielt mit Leslie und mit Glidings und sowas alles. Das ist Schwellpedal. Das ist halt noch eine andere Spieltechnik, als wenn einer einfach nur auf so einem Keyboard so Tasten runterdrückt. Ne? Ja. Und genauso ist es eben, ich spiele zum Beispiel auch Akkordeon, ist ja auch ein Tasteninstrument, habe ich mir halt auch irgendwann, weil ich war immer riesen Hooters-Fan und Billy Joel und sowas. Und da gibt es ja auch immer oft noch Akkordeon. Da habe ich sehr früh angefangen, mich damit auch mal auseinanderzusetzen. Und natürlich gibt es 100.000 Leute, die Akkordeon spielen, aber es gibt eben wenige, die das in einem Rock-Pop-Umfeld können. Ja. Einfach weil sie den Platz des Instrumentes in dieser Produktion ja nicht sehen. Da kannst du zum Beispiel nicht mit den besten Gehörzeiten machen, weil es würde ja völlig stören. Ne? Ja. Und man muss eben dann sehen, dass man eher Sphären setzt und das Ganze praktisch schon eher wie, ich meine, wenn ich Akkordeon spiele, ist es ja auch mal verwandt, was ich mache. Also wenn ich ein Akkordeon spiele, dann ist das schon, hat das einen ähnlichen Raum in der Musik, wie beispielsweise eine Pedal-Steel. Ja. Weil es eben ein sphärisches Instrument ist, was praktisch so auf den fertigen Rocksong so ein bisschen noch so ein Ambiente, so ein Ear-Candy setzt. Aber es ist nicht das Hauptding. Selbst wenn es sich dann aufgrund dieses eigenen Klanges eventuell vielleicht als was Charakteristisches entwickelt. Aber ich spiele halt nicht so viel, dass es den Song zerstört. Ja. Weißt du? Und das machen eben viele, spielen dann halt so dieses klassische Akkordeon, ja gut, das geht natürlich nicht, ne? Das passt dann in so einen Popsong nicht, ne? Oder in einen Rocksong. Und da gibt's dann wieder nicht so viele. Ne? Und das war für mich eigentlich ganz gut, als ich angefangen hatte als Studiomusiker, war es ja schon so, dass eben das auch ganz normale Keyboard-Produktionen waren oder Gitarren oder sowas. Und das ist halt in der heutigen Zeit, entweder macht das inzwischen der Produzent halt mit zwei Fingern selber, wenn er nicht Klavier spielen kann und quantisiert es dann ist es am Ende auch gut, ne? Dafür müssen sie keinen Musiker mehr holen. Ne? Ja. Ja, es wird eben irgendwie anders, gibt ja sogar virtuelle Sachen, die ich natürlich persönlich jetzt nicht so geil finde, aber so wird halt gemacht. Ne? Ja. Also die normalen Standard-Studio-Gitarristen und Studio-Keyboarder haben eben sehr wenig Jobs. Genauso ist es eben auch im Live-Bereich. Also hast du jetzt gar nicht gesagt, aber ich bin ja auch sowas, das nennt man Sideman. Das heißt, jemand, der halt von Leuten, die keine feste Band haben oder zu ihrer Band noch eine Erweiterung auf einer Tour haben möchten, dann angerufen werden und da eben mitfahren und das machen. Ne? Also früher bin ich halt extrem viel als Keyboarder unterwegs mit Bands, in denen ich kein Mitglied war. Ja. Die halt so ein Tour-Keyboarder hatten. Ne? Ja. Und weil da war es eben noch so, wenn jemand mit Playback spielen wollte, war das eben unermesslich teuer. Das heißt, die brauchten halt ganz viel Equipment, um das alles zu synchronisieren und so. Ne? Und heute hat eben jede Popelband auf irgendeinem Stadtfest ihr eigenes in ihr System und Playback-System und alle haben einen Knopf im Ohr und das kostet halt alles nichts. Ne, das kauft du dann beim großen Tee irgendwie für 300 Euro inklusive allem und noch ein MacBook und dann hast du das fertig. Was ich natürlich total scheiße finde, weil ich persönlich mag es halt gar nicht, wenn Live-Bands mit Playback spielen. Ne? Yeah. Ich finde das Betrug am Publikum, ich finde das grauenvoll. Also wenn ich zu einem Konzert gehe, möchte ich, wenn ich da 5 Leute sehe, auch 5 Leute hören und nicht 300. Ne? Für mich ist das tatsächlich gut, wegzugehen.
Und ja, macht so ein bisschen den Unterschied, ob das jetzt zum Beispiel jetzt irgendwelche Intros oder Outros sind. Das ist völlig legitim. Oder ich sehe jetzt wirklich bewusst Elektronik. Also wenn da irgendwelche Filter auf und zu gehen und sowas, das kannst du ja nicht live spielen. Das ist, wenn sowas vom Band kommt, finde ich es okay. Ja. Aber ansonsten finde ich es halt echt Betrug am Publikum. Also wenn da eine Band mit zwei Gitarristen stehen und du hörst irgendwie total virtuose Sachen und die Typen spielen beide und du weißt genau, spielt gar keiner. Ne? Oder ja, Sänger und da steht ein Typ am Mikro und du hörst irgendwie 100-stimmigen Chor und sowas. Das finde ich halt Betrug am Publikum. Ne? Ja. Und klar kann man jetzt argumentieren, ja, das soll ja alles klingen wie die Platte und die Platten sind ja so groß produziert. Ja, aber ich meine, das waren zum Beispiel, wo du gerade gesagt hast, Queen-Platten ja auch, ne? Ja. Und die haben dann auch bei einem Song im Studio rumgesponnen und 700 Gitarren aufgenommen und Chöre und alles bis zum Erbrechen. Und live haben sie das Ding dann nur mit Klavier und Gesang gespielt oder nur mit Klavier und Akustikgitarre. Ja. Und es war trotzdem geil, weil es einfach ein guter Song war. Ne? Ja. So sehe ich das halt. Also ich sehe, ein guter Song ist ein guter Song, egal in welchem Gewand. Ja. Und ich habe halt auch gar nicht den Anspruch, dass eine Band live klingen muss wie auf Platte. Das finde ich sogar langweilig, weil das ist ja nicht spontan. Also ich mag das viel lieber, wenn Live-Bands halt ihre eigenen Songs anders interpretieren. Ne? Und das Problem ist eben mit diesem Playback-Spiel, einmal finde ich es irgendwie so, das ist Betrug und oft einfach Faulheit, finde ich. Ne? Weil ich meine, zum Beispiel, jetzt wir früher, als wir angefangen haben, wir haben halt richtig jahrelang geübt, dass wir live einen fünfstimmigen Satzgesang singen konnten. Ja. Ne? Wir haben dann auch Songs a cappella angefangen als Heavy-Metal-Band. Und da standen die Leute nicht immer und gesagt, wow. Ne? Und haben auch teilweise gedacht, ja, die benutzen irgendwas und so, haben wir aber nicht. Wir haben einfach gut geübt. Ne? Und wir waren jetzt nicht die super Sänger, aber wir haben so viel geübt, dass wir als Chor funktioniert haben. Ja. Ne? Also jeder seinen Part hatte. Ne? Und das kann jeder. Also mir kann keiner erzählen, der Musik macht, dass er nicht singen kann. Weil ich meine, wenn du, dann kannst du auch nicht so ein Instrument gut spielen, weil du ja gar nicht ein Gefühl für Töne hast und Intonation. Das ist also Faulheit. Ne? Ja. Ja, wir brauchen ja Samples, die können alle nicht singen. Ja, na gut, muss man halt dran arbeiten. Ne? So. Das ist, aber das zählt ja zum Handwerk. Und bei Amis ist es ja gerade so, da zum Beispiel gibt es ja gute Drummer wie Sand am Meer, da wurde dann auch früher immer gesagt, okay, wer kann, Schlagzeug ist ja klar, das setze ich jetzt voraus, dass du gut Schlagzeug spielst, kannst du singen. Mhm. Und wer dann nebenbei auch noch gut singen konnte, der hat den Job gekriegt. Ne? Ja. Und wenn dann, also dass da jemand sich beworben hätte, der nicht Schlagzeug spielen kann, das wäre einfach nicht passieren. Weil dazu ist in Amerika halt das zum Beispiel doch deutlich inflationärer mit den guten Musikern, ne? Weil es ja auch ein Riesenkontinent ist und sich die Musikszene da auf einzelne Städte konzentriert. Ne? Also hier ist man ja froh, wenn man einen Drummer findet, der den Takt halten kann. Ja, so. Das war früher ja wirklich anders. Ne? Also der Hintergrund ist halt der, dass in Amerika es natürlich schon sehr früh diese Highschool-Marching-Band-Traditionen gibt. Ja. Und da haben diese ganzen Kiddies, die lernen halt diese ganzen Rudiments, also diese ganzen Drum-Techniken. Ne? Ja. Und da hast du halt einfach immer sehr viel bessere Schlagzeuger gehabt, damals auch schon. Ne? Mhm. Also auch in irgendeiner Punkband in den 80er Jahren war halt bei einer Ami-Punkband war klar, der Drummer, der war gut, weil der halt diese Highschool-Routine durchlaufen war. Ja. Ne? Und hier in Deutschland kamen sie halt aus der örtlichen Feuerwehrkapelle und da war es eben wirklich, also wenn eine Band einen guten Drummer hatte, das war schon hier in Deutschland zumindest so früher wirklich was Besonderes. Ja. Inzwischen ist es natürlich anders durch die ganzen Musikschulen und auch Online-Kurse und sowas. Die Welt ist ja viel kleiner geworden. Es ist ja natürlich jetzt auch so, dass wir hier in Deutschland sehr viele technisch gute Drummer auch in kleinen Bands spielen. Aber das war früher tatsächlich nicht so. Also wenn da irgendeine kleine Band einen guten Drummer hatte, wurde er meistens irgendwie sehr schnell abgeworben. Ja. Du hast jetzt schon gesagt, du spielst auch bei anderen Bands mit als Tourmusiker. Du hast bei über 300 Produktionen mitgewirkt. Ist es dann so, dass du dich da auch in den kreativen Prozess mit einklingst und sagst, ich schreibe den Text oder die Musik oder ein Solo oder halt Teile vom Lied? Oder ist es da so, dass du dann sagst, so, okay, ich würde da spielen, sag mir mal, was ich spielen soll? Also als Auftragsmusiker bei einer Produktion schreibst du eigentlich nicht. Also es sei denn, die stecken halt wirklich mal irgendwo in der Sackgasse und haben halt, das ist auch schon mal passiert, zum Beispiel bei einer Jane-Produktion, da stecken die in einem Song fest und haben keine Ideen gehabt. Oder haben sie, weiß nicht, haben sie halt sich dann aus einem Gespräch ergeben, dass sie mich dann gefragt hätten, ob ich da vielleicht ein, zwei Ideen hätten, weil ich halt auch Halbengländer bin. Und da habe ich dann tatsächlich einen Teil von dem Text auch mitgeschrieben und ein bisschen Musik noch verändert. Aber das ist wirklich eine Ausnahme. Aber normalerweise ist es wirklich so, dass ich bei Studioproduktionen einfach nur halt versuche, deren Vision umzusetzen. Was ja auch ein kreativer Prozess ist, weil du musst ja versuchen, dich in denjenigen reinzuversetzen und verstehen, wo er hin möchte. Ja. Also es ist ja nicht so, dass die paar, also es ist nicht so, dass
dass du da Noten kriegst und musst das 1:1 runterspielen, dann bräuchten sie dich ja auch gar nicht, sondern du wirst schon angerufen, weil die einen Input von dir wollen. Ja. Aber er ist eben nicht Songwriting. Also es ist halt so, ich kriege meine eigenen Parts zwar mit, und meistens ist es eben so, dass du dann anbietest und dann wird gesagt, entweder ja geil oder nee, wir haben uns ganz anders vorgestellt oder so. Ne? Und dann muss man halt irgendwie annähern und das möglichst schnell, weil Studiozeit ja Geld kostet. Ne? Ja. Darum geht's. Aber Songwriting ist das dann nicht. Nee. Songwriting ist bei meinen eigenen Songs. Wenn du selber Songs schreibst, wie gehst du da ran? Hast du da für dich ein eigenes Schema, dass du sagst, okay, ich schreibe zuerst den Text und mache dann die Musik dazu oder genau andersrum? Also es ist nicht immer gleich, aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich meistens erst Texte habe. Also ich schreibe meistens Texte so auf irgendwelchen, den typischen 4 Akkorden, ne? Irgendwie, wo die Musik auch nicht wichtig ist, also einfach so hier, keine Ahnung, Knockin' on Heaven's Door Akkorde oder irgendwas, darauf schreibe ich meinen Text. Und dann später, wenn der in sich schlägt, weil darauf kann man natürlich dann super die ganzen Reime, die ergeben sich von selbst aufgrund dieser Bob Dylan Akkorde, ne? Ja. Dann später kann man eben daraus dann sich die Musik wiederum anhand des Textes gehe ich dann dabei und kreiere dann andere Musik dazu, dass es eben nicht Bob Dylan ist. Ne? Ja. So mache ich das. Aber es gibt genauso gut auch, dass ich irgendwo am Klavier sitze und spiele irgendwas und dann habe ich irgendeine schöne Melodie und dann nehme ich die halt ganz schnell früher mit dem Diktiergerät, was ich immer rumgeschleppt habe, oder heute eben im Handy auf, und damit ich sie nicht vergesse. Das gibt's auch. Ich habe unter anderem gelesen, dass du auch 2 Musicals gemacht hast, beziehungsweise daran beteiligt warst. Kann man die Musicals heute noch irgendwo hören? Ja, die sind, also sind, im Prinzip sind es CD-Produktionen gewesen. Ne? Also Story Has Rain ist ganz normal erschienen, kannst du ganz normal bestellen. Mhm. Das war auch ich alleine, das habe ich alleine geschrieben, komplett. War eigentlich in der Umsetzung waren dann sehr viele Leute dabei. Also Axel Rippel hat mitgemacht, Tom Angel Ripper von Sodom, Eggy von Edguy, also diverse Leute so aus dem ganzen, wir hatten da noch mitgemacht, Roland Grapo von Halloween, oder Masterplan später. Ja. Also diverse Leute haben da so mitgemacht, aber das war ist halt eine CD. Mike Turana am Schlagzeug. Und das andere ist eine Kinderplatte, Captain Helge zieht aufs Land. Das war die ist dann auf Deutsch, also das ist praktisch mehr wie so ein Kinderhörspiel, also eine ganze Geschichte. Ja, ja. Also, aber auch halt nicht auf einer Bühne umgesetzt, sondern auch eine CD. Die gibt es auch noch zu kaufen. Bei der Kinderplatte, das war auch mit der Anke Sobeck zusammen, gell? Genau, weil ich war ja früher mal mit Anke verheiratet und wir hatten halt einen einäugigen Mops, der hieß Helge, der ist leider verstorben natürlich inzwischen, ist ja schon ein paar Jahre her. Ja. Und ja, im Prinzip war das so, also ihm wurde damals von einer, ja, hier von irgendeiner Bauernhofskatze im Garten das Auge ausgekratzt. Also er wurde halt so verletzt, dass es so beschädigt war, dass es dann rausoperiert werden musste. Daraufhin war er dann einäugig. Und dann haben wir halt so, ich sag mal gut damit zurechtgekommen eigentlich. Aber dann haben wir halt immer dann so gesagt, ach, jetzt ist ein Piratenhund, ne? Und dann, wenn er so ankam, dann, ahoi, Captain Helge. So ist das entstanden. Das haben wir einfach nur so für uns hingesungen, ne? Und das wurde dann. Irgendwann haben sie gesagt, eigentlich ist das zu gut, um das irgendwie nicht zu machen. Ne? Das ist natürlich jetzt kein Heavy-Metal-Song, aber was kann man. Und dann kam so die Idee mit dieser Kinderplatte. Ja. Und dann haben wir halt diese Geschichte entwickelt mit dem einäugigen Piraten-Mops, Captain Helge, der mit seiner Halterin von der Waterkant aufs Land zieht, um dort auf das Haus der Tochter der Tante aufzupassen, und lernt dann diese ganzen Bauernhofstiere Landtiere kennen. Ne? Jedes Tier hat dann einen Song. Und ja, hat natürlich auch so ein bisschen lehrreichen Hintergrund. Ne? Da gibt's halt, hat Captain Helge Zahnschmerzen, dann muss er halt zum Tierarzt. Das ist dann hier Chris Laut von Ohrenfeind, der dann eben, dann gibt's dann Song Zähne putzen. Ne? Das ist eben natürlich auch, damit die Kinder auch wirklich immer Zähne putzen. Ne? Ja. So ein bisschen lehrreich, ne? Ein bisschen pädagogisch wertvoll. Und wie gesagt, jedes Tier hat sein Lied. Dann gab es aber auch zum Beispiel das schwarze Schaf. Das ist so ein bisschen natürlich gegen Rassismus, natürlich kindgerecht, ne? unter den ganzen weißen Schafen, das schwarze Schaf, was ausgegrenzt wird, ne? Und dann aber ein zweites schwarzes Schaf fährt, findet, und dann zusammenfahren sie dann nach Wacken und suhlen sich im Schlamm und so. Ne? Das ist halt schon ein bisschen lustig gemacht, aber ja. Coole Sache. Wir haben ja schon mal so ein bisschen vorab gesprochen, und da hast du auch
so ein bisschen die Geschichte erzählt, wie das mit Rough Silk losgegangen ist. Kannst du das nochmal so ein bisschen erzählen? Ja, Rough Silk war halt eigentlich unsere Schülerband vom Gymnasium, so fing das an. Und ja, das hat sich dann relativ schnell zu mehr entwickelt. Und als wir dann, also als ich Abi gemacht habe, hatten wir schon einen Plattenvertrag mit Saxon. Quatsch, einen Plattenvertrag mit der Ariola. Und wir waren auf Tour mit Saxon und ich habe mich dann vom Tourbus in Hannover absetzen lassen, bin zu meiner mündlichen Abi-Prüfung gegangen und dann mit dem Zug weitergefahren nach Karlsruhe, wo wir den Abend gespielt haben. Ja, also da war der Weg dann schon klar. Dann habe ich halt noch Zivildienst gemacht, über relativ lange Zeit gestreckt, weil man musste man dann entscheiden lassen von so einem Gremium, ob das kulturell wertvoll ist oder nicht. Und das wurde dann als kulturell wertvoll angesehen und dementsprechend durfte ich mein Zivildienst über 3 Jahre strecken, dann immer mal hin und dann konnte ich wieder Musik machen, dann musste ich da wieder hin und so, ne? Nee. Und naja, und dann war es eigentlich schon klar. Dann haben wir halt mit Rough Silk ein paar Jahre, lief das wirklich sehr, sehr gut. Da waren wir halt richtig auch noch, es war ja noch andere Zeit, also bei der Plattenfirma angestellt, haben wir denen sogar ein Gehalt gekriegt. Das heißt, ich bin wirklich direkt vom Schüler zum bezahlten Berufsmusiker geworden. Das hat natürlich nicht lange gehalten, weil dann kam halt die ganze Grunge und was also Crossover-Zeit und sowas alles, also sprich so eine Musik, wie wir sie gemacht haben, das war ja so, ich würde sagen, Progressive-Metal-Light, ne, Progressive-Metal-Light, sowas war das. Das war dann eben plötzlich out und naja, dann, ich weiß noch, wir saßen dann bei dem Typen von der Plattenfirma im Büro und dann sagte der plötzlich, sagt mal, kennt ihr eigentlich Slayer? Und wir so, ja klar, logisch. Ja, aber sowas müsstet ihr eigentlich mal machen. Und wir so, naja, ich meine, das ist eine geile Band. Also finde ich heute noch, bin ein riesen Slayer-Fan, aber ich meine, das ist ja nicht, das eine ist halt, weiß ich nicht, Kuchen und das andere ist Leberwurst. Also ne, ist eine ganz andere Musik, ne? Ja. Aber das war eben das Ding. Also die Plattenfirmen haben sich da eben an sowas gehangen. Oder eben, wie gesagt, Crossover-Bands, was da alles so aufkam, die ersten Rage Against the Machine und sowas alles. Ich meine, das war ja eine, ich meine, das ist alles gute Musik, aber das ist ja eine ganz andere Welt. Und dementsprechend wurden diese ganzen Melodic-Rock-Bands und so, die es da so gab, halt diese letzten. Gerade diese ganzen Hairbands, da war es ja noch schlimmer. Wir waren natürlich auch eine Hairband, aber nicht ganz so auf die Haare fixiert, sondern auch mehr, wir wollten ja mehr lieber ein bisschen künstlerischer unterwegs sein, aber im Prinzip war das eben alles veraltet. Ja. Ne? Und dann waren wir natürlich ganz schnell draußen und haben dann noch natürlich weitergemacht. Wir waren ja stur, aber dann eben auf Indie-Labels. Und aber dann war es natürlich so, wie das in dieser Zeit natürlich logischerweise. Wir waren noch ziemlich jung und es standen allen noch alle Wege offen. Das heißt, da haben natürlich dann viele Mitglieder dann auch eben aufgehört, weil sie gesagt haben, gut, wenn das jetzt mit der Musik nicht klappt, dann mache ich doch noch was Richtiges, haben irgendwas studiert oder so. Na klar, warum nicht, ne? Ich meine, ne? Und ich war halt zu stur, um das aufzugeben und hatte auch wahrscheinlich zu sehr Blut geleckt und habe dann Rough Silk immer noch weitergeführt mit anderen Leuten, aber natürlich immer deutlich mehr so als so eine Underground-Band, ne? Ja. Ist ja heute noch so, also zwischendurch gab es Rough Silk jahrelang nicht, aber vor ein paar Jahren haben wir das dann halt, Herbert und ich, das wieder ins Leben gerufen. Und seitdem spielen wir ja auch immer regelmäßig und es ist ja auch cool, aber wir sind natürlich nicht Bon Jovi. Und bei mir kam das eben dann dadurch, aber dadurch, dass wir in dieser Ariola-Zeit immer bei Dirks aufgenommen haben, das Dirks-Studio in Köln, kennt man vielleicht. Das ist halt eines der ältesten, berühmteren deutschen Studios. Und die hatten halt diese Recording-Mobile. Yeah. Also haben die ganzen Rockpalast-Sendungen aufgezeichnet und sowas. Also das war schon eine große Nummer, das war so ein Studiokomplex mit 4 Studios. Mhm. Und in den anderen Studios waren dann eben immer sehr bekannte Bands. Also wir waren halt immer in einem Studio und im anderen war dann die Toten Hosen oder Accept oder wer war dann, gut, Accept war jetzt für uns jetzt nicht so, weil unser Produzent war der Drummer von Accept, insofern die Udo wohnte da auch irgendwie 5 Straßen weiter. Das war so gesehen jetzt nicht so was Besonderes, aber dann waren da Peter Maffay, Howard Carpenter, also da waren halt alle möglichen Leute. Und dann war es aber Jingo de Lange, alle möglichen, egal. Auf jeden Fall war es dann so, dass zum Beispiel jetzt bei einer Produktion, die parallel zu uns lief, der Keyboarder war nicht da oder nicht auffindbar oder irgendwas, aus diversen Gründen. Und dann hieß es, Mensch, kann das nicht der Typ von dieser Metal-Band mal schnell spielen? Dann geht's weiter hier. Okay, ja. Dann wurde ich halt gefragt, ob ich mal in das andere Studio gehen kann und das spielen kann. Und dann habe ich das wohl ganz okay gemacht. Jedenfalls fand der Typ da, war der ein bisschen beeindruckend, hat sich dann meine Telefonnummer geben lassen und meinen Namen, wer ich dann bin und so, ne? Und dann dementsprechend kam dann aber tatsächlich auch dann schon der nächste Anruf dann irgendwann, ob ich nicht nochmal irgendwas spielen möchte und so. Und so bin ich dann so eigentlich ich wollte ja eigentlich nur Bandmusiker in meiner Heavy-Metal-Band sein. Aber so bin ich so ungewollt eigentlich in diese Studio-Musiker-Szene so reingeschippert, so, ne? Ja. Was für mich ja dann gut war. Weil als dann eben Rough Silk nicht mehr so gut lief, hatte ich da schon so ein kleines
ja, so einen kleinen Namen, so dass ich da immer noch Jobs hatte. Und habe auch tatsächlich meine allererste Soloplatte 1995 schon aufgenommen, also noch in der besseren Rough Silk-Zeit. Ja. Und habe dann auch ganz gleich angefangen, sehr viele Solo-Gigs zu spielen. Mhm. Also ich hatte sowieso schon immer auch als Pianist irgendwo gespielt, bei 1000 Kneipen-Gigs. Und ich habe ja auch noch nebenbei noch andere Sachen schon gemacht. Also ich habe zum Beispiel in so einer besseren Gala-Band war das, also, oder eigentlich war es eine bessere Tanzkapelle, also so, ich nannte es ja mal damals Gala-Band gespielt, zum Beispiel, auch als Jugendlicher schon, ne? Damit haben wir uns teilweise auch das Geld für die Instrumente verdient, ne? Ja. Und eben auch so eine gewisse Routine bekommen, aber da haben wir zum Beispiel öfter irgendwelche Schlagersänger begleitet. Das war nämlich damals natürlich noch so, irgendwelche Firmenfeste, da wurden dann irgendwelche berühmten Schlagersänger angeheuert, damit die da vier Lieder singen. Ja. Und die sind halt nicht wie heute dann mit einem Laptop gekommen, wo da Playback drauf war, sondern da hat die Band dann die Partituren gekriegt. Ja. Oder die Liedsheets und musste dann eben, dann hieß es halt nachmittags beim Aufbau, ja, nachher kommt Rex Gildo und ihr müsst die vier Lieder mit dem spielen, lernt die mal nochmal schnell. Ja, und so war das. Und dann musste es, es gab halt aber auch kein, natürlich kein Internet, dass du das mal eben mal googeln konntest, sondern du musstest wirklich dir dann raushören und so und dann, oder rausschreiben und so und dann kam der halt und dann musstest du den begleiten. Ne? Und das war öfter. Also, und dadurch habe ich auch tatsächlich einige namhafte Leute begleitet und habe auch sehr schnell halt diese Scheu vor diesen, vor diesem, von wegen, das sind ja keine echten Musiker, nur die Metal-Leute sind ja die Truen und so, ne? Und das sind ja die Schlager-Fuzzis, ne? Weil ich meine, das ist nicht völliger Schwachsinn. Ich meine, ich habe, ich sag mal, mit Karel Gott habe ich mal begleitet, ne? Ja. Ich meine, das war ein mega freundlicher, angenehmer Mensch und natürlich ein großartiger Musiker. Ich meine, er war ja ausgebildeter Opernsänger. Also, ja, also ich meine, das war bei mir tatsächlich auch noch nie, dass ich so eine Scheu gehabt habe vor verschiedenen Stilen. Ja. Also ist bei mir heute auch noch so. Also da vertragen sich irgendwelche Hip-Hop-Platten hier hervor mit Death Metal und Jazz und Punkrock. Du hast mir im Voraus schon mal erzählt, dass es eine, du hast mit Peter Alexander auch mal was produziert. Ja, ich habe es nicht produziert, ich habe nur drauf gespielt. Das stimmt. Aber ich hatte tatsächlich die Idee, mit Alexander Platz zu spielen. Das stimmt. Ja. Da hast du ja auch so ein bisschen dann danach so Berührungspunkte gehabt, dass man gesagt hat, ah, das ist doch Stilbruch. Ja klar, aber wie gesagt, ich bin sowieso nicht true. Ich bin auch kein Purist. Also auch als Musikhörer nicht. Ja. Also ich sag mal so, man isst ja nicht jeden Morgen Käsebrot. Ja. Vielleicht will ich auch mal ein Marmeladenbrötchen essen. Und das ist halt das. Weißt du, also ich finde, man limitiert sich immer selber, wenn man so ausschließlich Musik einer bestimmten Szene hört oder so. Das ist ja auch Schwachsinn. Also für mich ist Musik Musik und ich bin also tatsächlich da ganz offen. Also von Jazz über Klassik, über Folk, über Country, über Death Metal, über Skinhead Rock. Also ich höre wirklich Hardcore. Das ist ja auch so eigentlich ursprünglich, das habe ich ja gesagt, noch vor Rough Silk. Also ich komme ja eigentlich ursprünglich wirklich aus diesem Hardcore Eu-Bereich, der damals so aufkam. Also bei uns gab es nämlich tatsächlich also einen englischen Soldatensender, halt, den man hier empfangen konnte, weil hier viele englische Kasernen waren. Und da gab es einen DJ, der hat halt ganz viel, sowohl diesen, das war ja damals noch nicht so getrennt wie heute. Heute ist das ja alles so ohne Berührungs, aber damals war das schon so, der hat halt so New Wave of British Heavy Metal viel gespielt, ne? Ja. Dann hat er aber auch, oder auch Bands, die man damals so in Deutschland gar nicht kannte, die hat er schon gespielt, weil er natürlich mehr da in England am Puls der Zeit war, also viel englisches Zeug natürlich. Dann eben die ganzen englischen Skinheads-Bands der ersten Stunde, also die ganzen Oi-Bands, also von Last Resort, Cox Sparrow, Sham 69, aber auch Cockney Rejects und sowas alles, ne? Also schon, und auch hier Condemned, also wirklich schon auch Foreskins. Und das habe ich dann als Jugendlicher dadurch tatsächlich auch teilweise schon gehört, wo man das noch gar nicht so richtig kannte, ne? Und das war in Deutschland ja auch verpönte Musik, obwohl das natürlich Schwachsinn war. Ich meine, weil das war ja keine rechte Musik. Nicht jedes Skinhead-Band ist rechts. Ne? Das ist ja Blödsinn. Also es gibt ja auch inzwischen sogar, es gibt eine christliche Skinhead-Band oder gab es mal in Hamburg. Die sind Jesus-Skins. Also es gibt ja, auch da ist das eine sehr vielschichtige Szene. Ne? Ja, eben. Es gibt linke Skinhead-Bands, rechte Skinhead-Bands, normale Skinhead-Bands. Also es gibt ja alles. Ne? Und damals war das aber tatsächlich so, dass das in Deutschland fand das nirgendwo statt. Das kannte keiner. Aber durch diesen Soldatensender hat man das eben dann kennengelernt. Und dann eben, halt viel, wie gesagt, Venom habe ich da das erste Mal gehört, kannte ja auch noch keiner. Also gerade so, kam gerade so als Underground-Band auf. Also er hat eben so, und das war eben aber eine Sendung. Also da lief
Und da hat man auch schon gemerkt, auch damals, finde ich auch heute noch, wenn die Leute immer so sagen, dass, ja, wie kann man sowas, das ist ja ganz was anderes. Ne? Also wenn du jetzt heute, ich sag mal, letztens habe ich, wir hatten vor ein paar Jahren mit Close Shave gespielt, das ist auch so eine englische Skinhead-Band, ne? Mhm. Und tatsächlich, also wenn man sich das so anhört, ne, und danach hörst du eine Saxon-Platte aus derselben Zeit, das ist dieselbe, eigentlich ist das derselbe Musikstil. Ja, aber ist doch so, weil diese ganzen New Wave of British Heavy Metal Bands waren ja durchaus auch Punk beeinflusst. Ja. Und Skinhead-Musik, also Oi, ist ja eigentlich nichts anderes als eine Mischung aus Punk, Metal und Celtic Folk Harmonie und sowas, ne? Gerade von den, ja. Und diese Fußballchöre, ne? Das ist ja auch immer dieses Keltische, ne? Mhm. Und im Prinzip ist aber vieles altes New Wave of British Heavy Metal Zeugs auch nichts anderes. Das sind dieselben Komponenten, wobei natürlich vielleicht dann da ein bisschen mehr Wert auf den Metal-Aspekt gelegt wurde und weniger auf den Punk, aber es war halt nur, aber die Ähnlichkeiten sind da. Ne? Ja. Und das war so die Musik, die ich halt als Jugendlicher wirklich abgefeiert habe. Ne? Noch mehr als die Ami-Sachen, das kam erst später, die Ami-Punk-Sachen. Ja. Ich war eigentlich großer Billy Joel und Bruce Springsteen-Fan und sowas. Ne? Das mhm. schon, aber jetzt im Punk- und Metal-Bereich waren es eher die englischen Bands. Kannst du überhaupt noch zählen, wie viele Auftritte du im Jahr spielst? Oder zählst du es überhaupt? Hast du es immer? Ich bin so ein Zähler. Also ich weiß auch nicht, wie viele Gitarren ich habe. Ich spiele einfach. Aber gibt es vielleicht von deinen Live-Auftritten eine Geschichte, wo du sagst, das war so meine favorite Story, meine lustigste Geschichte, an die du dich gern zurückerinnerst? Also ich finde immer, diese Musiker-Anekdoten sind nur für die Musiker selber witzig. Das können die Leute oft gar nicht so nachvollziehen. So, ne? Ich meine, klar habe ich auch schon Sachen, also ich bin auch schon mal von einer Bühne gefallen, weil ich mich hinten an so ein Geländer angelehnt habe und dann hinten rübergefallen bin in so eine Flammpfütze. Aber das ist ja nicht lustig. Ne? Ich meine, war in dem Moment vielleicht lustig, ich habe mich zum Glück auch nicht verletzt, aber ist ja, ich meine, wer findet das wirklich komisch? Ich meine, klar passiert, ich meine, sicherlich passieren mal Dinge, wo du denkst, okay, Scheiße, ich weiß auch, wir haben irgendwann mal mit Rough Sill gespielt in so einem Laden mit so einer Holzbühne. Und da hat unser Gitarrist vom Drum Riser gesprungen. Damals war das ja alles noch so ein bisschen, ja, so 80er-mäßig noch ein bisschen aufgebauscht. Ne? Und ist da runtergehüpft und durch die Düne durchgebrochen und steckte dann so bis zum Kopf so die Gitarre hier oben so, ne? Halt in diesem Holzloch. So, naja, ne? Das ist natürlich peinlich, aber es passiert halt. Mein Gott, ich meine, ist ja egal. Ist halt Rock'n'Roll, ne? Ja. Aber tatsächlich, wie gesagt, Ich weiß nicht, also lustige Geschichten, so, also jetzt richtig schlimme Sachen habe ich noch nie erlebt. Aber natürlich gibt es das irgendwie, das so kleine Sachen, aber die sind dann eher unter Musikern lustig, ne? Ja. Aber ja gut, was ich halt sagen muss, ich bin halt sehr froh. Ich meine, ich bin ja eigentlich nur so ein kleiner Dorftyp, ne? Und ich meine, wenn du dem kleinen Ferdi damals erzählt hättest, dass er halt so viele coole Konzerte hätte spielen dürfen. Da bin ich halt auch sehr dankbar für. Ne? Und in mehreren Ländern unterwegs war oder ganz viel. Mehrere Amerika-Touren, zweimal Südamerika. Ich meine, sowas alles. Ne? Wenn du das irgendwie mir damals als 13-jährigen Schülerband-Punkrocker erzählt hättest, da wäre ich ja in die Luft gesprungen. Ne? Auch wenn jetzt aus heutiger Sicht vielleicht man sagen kann, na gut, mit der ganz großen Karriere hat ja nicht so geklappt. Der ist ja mehr so im Mittelfeld unterwegs. Aber andererseits, wenn man eben damals den kleinen Ferdi, der irgendwie bei einem Konzert an der Seite stand und den Tourbus gesehen hat und gesagt, oh, da würde ich gerne mal mitfahren. Ja, wenn du dem das alles erzählt hast, was seitdem passiert ist, der wäre ja aus dem Strahlen gar nicht mehr rausgekommen. Das heißt, der Erfolg ist ja immer relativ. Ja. Von dem Punkt, wo du stehst, ist er vielleicht nicht so groß, weil es natürlich logischerweise Leute gibt, die viel berühmter und reicher und was weiß ich, glamouröser unterwegs sind. Aber von der Warte des kleinen Jungen in der Schülerband aus ist das natürlich... Das hätte ich mir damals nie erträumen lassen. Ne? Zum Beispiel, was natürlich was Besonderes war, ganz klar, war, als wir mit Axel die Pelle im Kreml gespielt haben. Also in Russland haben wir ja öfter gespielt, aber wir hatten ja damals tatsächlich dann einen Gig im Kreml selber. Also der Kreml hat ja auch so ein großes Theater. Ne? So, und da war dann die asiatisch-russisch-föderale Grammy-Verleihung, heißt nicht Grammy, hat einen anderen Namen gehabt. Und da war aber auch dann Christa Burke, John Travolta war der Ansager, Helen Mirren, also die berühmte Schauspielerin, wer war da noch? Michael Bolton, Timbaland, also schon diverse, so Leona Lewis, sehr tolle Sängerin und auch ganz nette Frau. Und wir waren da alle halt so die internationalen Gäste. Ne? Ja. Und eben Axel ist ja in Russland auch relativ groß und dadurch durften wir da halt auch einen Song spielen. Und ich meine, das war jetzt ein Lied, ne? Aber hey, es war im Kreml.
Es war nicht, keine Ahnung, in irgendeiner Halle in Russland, das haben wir ja öfter mal gemacht, nein, das war im Kreml. Ich meine, da gucken wir ja wirklich heute, jetzt in der heutigen politischen Situation natürlich gar nicht mehr, aber das hätte man wirklich nie gedacht, dass man mal, das ist ja wie im Weißen Haus zu spielen, also ich meine, ja, das ist ja die Machtzentrale des, der anderen Seite gewesen im Kalten Krieg. Ne? Also das war schon tatsächlich natürlich was wirklich Außergewöhnliches. Ja. Ne, und alleine da, bis du da reinkamst, ich meine, wurden jetzt zigtausend Mal gefilzt und mussten da irgendwie Autos tauschen, damit man kein Sprengstoff in den Autos ist. Also die Shuttle ist dann mit Kreml-eigenen Shuttle-Transporten mit Soldaten natürlich da rein und so. Das war halt wirklich, da kannst du nicht mal eben so mit deinem Gitarrenkoffer reinspazieren. Hier, ich bin der Musiker für heute Abend. Das geht natürlich nicht. Ne? Also das war schon echt mal wirklich, das war ja schon, ja, das ist ein Erlebnis, das wird natürlich, wie es heute aussieht, wahrscheinlich so schnell gar keiner mehr erleben. Ja. Ja, leider. War auch so, ich meine, wir haben mit vielen tollen Bands gespielt. Kiss, Deep Purple, alles Mögliche. Die Purple haben wir mit Rough Silk auch schon supportet damals. Also ja. Dio habe ich auch mehrfach mit getourt. Aber eben Kiss zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, war schon eine große Nummer für mich. Weil ja, die auch nicht total nett waren, muss man sagen. Also wir haben mit vielen Bands gespielt, die man so als Jugendlicher einfach großartig fand. Und dann war man halt mit denen als Vorgruppe. Und je nachdem, manche sind natürlich dann auch nicht so nett, das ist dann doof, dann ärgert man sich eigentlich, das heißt ja auch mal, man soll seine Idole vielleicht besser nicht kennenlernen. Ne? Also da sage ich jetzt mal keine Namen, weil ich nicht gern schlecht über Kollegen sprechen möchte, aber ja, es gibt ein paar Bands, die ich als Jugendlicher wirklich geliebt habe und nachdem man die dann kennengelernt hat, hat man sich diese Platten nie wieder angehört, weil es einem einfach diese Vision komplett zerstört hat. Ne? Ja. Andererseits passiert es aber auch so, dass man Leute kennenlernt, mit deren Musik man nie was so richtig anfangen konnte. Ne? Mhm. Und dann hat man die aber als Menschen kennengelernt und mag die total gern und findet die wirklich sympathisch und blickt vielleicht auch ein bisschen durch, wie die so ticken, je nachdem, ob das eine ganze Tour ist. Wenn man jemanden einmal auf dem Festival trifft, dann lernt man den nicht so gut kennen. Aber ja, wenn man halt mit jemandem unterwegs ist, kann sich das ja schon ergeben, dass man irgendwie sich öfter unterhält und so ein bisschen merkt, wie die Leute ticken. Und dann kriegt man vielleicht auch einen Zugang zu deren Musik, obwohl man da vorher gar nichts mit anfangen konnte. Aber das ging mir ganz oft so, dass ich dann im Nachhinein, wenn ich mit den Leuten was zu tun hatte, habe ich, ach so, alles klar, jetzt weiß ich auch, warum die Musik so klingt, weil der so tickt. Ne? Weißt du so? Ja. Und das ist so, also das gibt's auch, dass man über die menschlichen Faktoren hinweg erst überhaupt mit der Musik von Leuten was anfangen kann. Ja. Aber genauso eben, wenn man die Leute dann als ekelhafte, egozentrische, koksende Arschlöcher kennengelernt hat, dass man sich die Platten einfach nie wieder anhört, weil man sagt, nee, der tut mir leid. Also der kann noch so viel, oder auch gab's ja auch viele, zum Beispiel jetzt so diese ganzen Bands, die Freundschaft, Ehrlichkeit, ne, wir sind so unkommerziell und dann lernst du die Typen kennen und die sind alles andere als loyal und ehrlich und natürlich ja, die denken die nur noch kommerziell und das ist nur eine Fassade, dann hörst du dir das natürlich auch nicht wieder an, weil das einfach verlogen ist. Ja. Ne, und ich habe die Erfahrung gemacht, die Leute, die am meisten lautesten nach Freundschaft und Ehrlichkeit und Loyalität schreien und das in jedem Interview breittreten, die sind es nämlich gerade nicht. Du hast auch ein, wie ich finde, spannendes Musikprojekt unter dem Namen Hartberg. Genau. Kannst du da was dazu sagen? Ja klar. Das ist, also das klingt natürlich jetzt noch mehr, als es ist. Das ist tatsächlich einfach nur unser Corona-Beschäftigungsprojekt gewesen. Also in dieser Corona-Zeit war es ja so, dass man als Band nirgendwo spielen konnte. Ging halt gar nicht. Ne? Ja. Und das Einzige, was ging, war eben, weil alles klein gehalten werden musste, waren so Akustik-Duos im Biergarten. Biergärten. Ne, weil da war eben der Abstand gewährleistet, was draußen war, oder so Picknickkonzerte, ne, hier eine Picknickdecke, dann waren 3 Meter Abstand, dann die nächste Picknickdecke und auf jeder Decke durften auch nur Angehörige eines Haushaltes sitzen und all so ein Scheiß, weißt du, ja, kennt man wahrscheinlich auch noch, ne? Und dementsprechend war es aber tatsächlich, es war ja sogar so, dass auf der Bühne auch die Anzahl teilweise in manchen, das Problem war ja in dieser Corona-Zeit, dass jedes Ordnungsamt ja auch sein eigenes Süppchen kochte. Ja. Dann, und jedes Bundesland und überhaupt, ich weiß noch, also wir haben jetzt, ich wohne ja hier in so einem Drei-Länder-Dreieck, ne, so Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und dann etwas weiter beginnt dann Hessen. Und da ist es halt tatsächlich so, dass wenn du in Niedersachsen spieltest, dann durfte ich auf der Bühne Trompete spielen, als Beispiel. Ne? Ja. Wenn ich aber, dann haben wir aber in, ich sag mal, ein Gig war in Rinteln, das war in Niedersachsen, der nächste Gig war dann in Minden, das ist irgendwie 10 Kilometer entfernt, aber schon Nordrhein-Westfalen, da war es dann verboten, dass ich auf der Bühne Trompete spiele. Ja. Und so, ne? Und in Hessen wiederum musste eine Plexiglaswand zwischen mir und meinen Musikern sein, wenn ich Trompete spielen wollte. Also sowas, ne? Ja. Und das war natürlich alles so völlig absurd teilweise, ne? Und es war wirklich auch willkürlich.
Aber nichtsdestotrotz war es eben so, also dass ganze Bands halt keine Gigs gekriegt hatten, weil es einfach auch gar nicht erlaubt war teilweise. Also du durftest nicht mit 5 Musikern auf einer Bühne stehen zu der Zeit. Selbst Open Air nicht, weil man sich ja dann gegenseitig hätte anstecken können oder was auch immer da der Grund war. Ne? Und auf jeden Fall, und eben, weil die das auch klein halten wollten, es durfte halt nichts Großes sein. Und dementsprechend konnten wir halt also mit unseren Bands nirgendwo spielen. Alles wurde gecancelt und das Einzige, was halt ging, waren irgendwelche Akustikduos in irgendwelchen Biergärten. Ja. Naja, und bei Rough Silk ergab sich zu der Zeit dann zusätzlich eben, dass Anke schwanger wurde. Mikes Frau hat auch ein Kind gekriegt. Also die beiden waren auch so ein bisschen deshalb, ja, natürlich logischerweise, Anke als Mutter natürlich noch mehr als Mike als Vater, aber waren eben natürlich logischerweise auch eingeschränkt, konnten nicht so viel machen. Und Hermann und ich saßen halt da und haben gesagt, was machen wir jetzt? Das ist irgendwie Zeit. Und dann haben wir, gut, dann, wo kann man spielen? Ja, Biergärten. Okay, na gut, dann lass uns doch irgendwas aufbauen, dass man damit in irgendwelchen Biergärten spielt. Und dann haben wir eigentlich, wirklich wollten wir das nur so als Corona-Überbrückungsding machen. Also sprich, haben wir halt dieses Akustikprojekt uns überlegt, wie wir das machen, weil es ja eigentlich auch ein bisschen obskur, Schlagzeug ohne Bass. Also haben wir dann, anstatt einem Schlagzeug hat er eben halt zum Beispiel eine Bassdrum aus so einer Marching, so ein Marching-Band-Bassdrum, die natürlich nicht macht, sondern nur Tock und so, ne? Und ein Snare mit ganz viel Schaumstoff gefüllt und keine echten Toms, sondern Roto-Toms, damit das eben so ein er kann zwar richtig normal Schlagzeug spielen, also auch mit, also nicht hier auf so einem Cajon rumtrommeln, das wollten wir irgendwie auch nicht, das waren wir doof, wir machen das alle, ne? Sondern er kann schon richtig Rock-Schlagzeug spielen, aber es klingt halt dann doch nicht so nett. Ne? Also es ist halt, das Klang ist anders, aber er kann schon ganz normal spielen, ne? Was wir halt auch wollten. Also wir wollten halt schon praktisch so das rockigste Akustikduo der Welt werden. Also wir wollten nicht jetzt so wirklich so das Übliche, was alle machen. Ja? Und ich spiele dann halt ein bisschen Akustikgitarre, aber auch Slide-Gitarre, bei einem Song halt Trompete, Klavier. Aber da haben wir dann auch gesagt, gut, das machen wir jetzt nicht so wie alle. Irgendwie, wir wollten halt, weil ich finde, auch wenn da so zwei Typen mit so einem Obscure-Projekt auflaufen und dann ist alles so hochprofessionell mit Racks und bla und möglichst noch mit In-Ear-Monitoring, dann ist das albern. Und dann haben wir gesagt, einfach gesagt, nee, wir machen das anders. Wir machen das einfach so absurd wie möglich. Das heißt, ich habe da zum Beispiel keinen Keyboard-Ständer, sondern ein Bügelbrett, wo das E-Piano draufsteht und sowas, ne? Damit das einfach so ein bisschen nicht, dass man sieht, man nimmt sich selber nicht so bierernst. Yeah. Ne? Weil ich finde nichts schlimmer, als wenn irgendwie du in einer Kneipe sitzt und dann aber so hochprofessionelle Leute bei so einem Coverband in der Kneipe mit In-Ear-Monitoring. Das ist halt drüber. Oder mit Playback oder so, ne? Ja. Bei uns ist halt alles live und es gibt halt auch Fehler und dann machen wir uns da selber drüber kaputt und dann ist das alles ganz cool. Aber wenn man sich dann auch selber nicht so bierernst nimmt, dann kann man das auch machen, ne? Ohne sich dann lächerlich zu machen. Wenn man da zu professionell aufläuft und alles, wie gesagt, alles mit Racks und Flight Cases und In-Ear und bla und was, dann ist es auch schnell lächerlich. Ja. Aber ich finde, Professionalität hat ihren Rahmen auf großen Bühnen. Wenn was groß ist, ist es natürlich alles cool. Aber wenn du halt irgendwo direkt vor den Augen auf der Leute auf möglichst auf gleicher Höhe ohne Bühne sitzt, dann ist es besser, wenn man sich nicht so abgehoben präsentiert, finde ich. Dann finde ich es echt cooler, wenn das so ein bisschen natürlich ist und man merkt, die nehmen sich selber nicht so ernst. Ne? Ja, und das, wie gesagt, das war eigentlich ja nur für die Zeit gedacht, haben wir dann halt so, und darum haben wir uns auch zum Beispiel gar keine Gedanken mit dem Namen gemacht. Wie nennen wir das? Ja, gut, mein Gott, er heißt Hartmann, ich heiße Dörnberg, dann machen wir halt Dörnmann, klang blöd, dann machen wir Hartberg draus. Fertig, ne? Der Name war in 3 Sekunden geboren, ne? Ja. Weil es eben auch nicht für die Ewigkeit sein sollte. Na gut, und dann war aber, ist es tatsächlich, muss man jetzt sagen, das ist dann so gut angelaufen und auch nach der Corona-Zeit, dass wir halt extrem viele Gig-Angebote kriegen, dass wir da anscheinend irgendwie einen Nerv getroffen haben, weil sowas gibt's halt nicht, ne? Entweder hast du ein Akustik-Duo, dann hast du halt wirklich so zwei säuselnde Barden mit Akustikgitarren, aber wo auch den ganzen Tag nur die Akustikgitarre schergelt und kein anderes Instrument. Das wird halt über so einen ganzen Abend, auch wenn die Leute gut sind, natürlich schon irgendwann ein bisschen eintönig, ne? Und dann vielleicht noch einen, der auf dem Cajon rumdüdelt, aber das war's, ne? Und das ist halt, und so sind wir ja nicht. Ja. Also bei uns ist das eben wirklich schon, und wir spielen ja eben auch jetzt nicht, dass wir da irgendwie Dust in the Wind covern, sondern wir spielen ja wirklich Rough Silk Songs unplugged, Solo-Sachen von mir unplugged und haben uns halt so ein paar Helden-Songs von uns, von irgendwelchen großen Helden, aber so umgebaut, dass sie auch wirklich fast eigene Songs geworden sind, also die wir so anders arrangiert haben, ich sag mal Slade als Blues-Slide-Gitarren-Nummer oder sowas, also was ist, wir spielen die nicht 1:1 nach, ne? Und, oder Rock'n'Roll von Led Zeppelin ist bei uns so ein Jerry Lee Lewis Boogie Woogie Klaviersong, ne? Sowas, also wenn, dann haben wir die schon durch die, so, also, dass wir die nicht 1:1 einfach nur nachspielen, geht ja auch gar nicht in der Obskurbesetzung mit dem Schlagzeug und eben der Slide-Gitarre, also wie soll das gehen? Eben. Und darum haben wir da eben wirklich aus den Nummern ganz was anderes gemacht, die wir covern. Das sind also auch nicht so viele. Also der Anteil ist tatsächlich mehr auf dem eigenen Kram. Und
Ja, witzig, aber wie gesagt, man wusste ja gar nicht, was daraus wird, aber das ist tatsächlich so, dass wir jetzt jedes Wochenende ein, zwei Gigs damit haben und dass das sehr gut funktioniert und darum machen wir es natürlich weiter. Vielleicht. Und früher hätte man dann gesagt, gut, dann hätte man sich vielleicht einen anderen Namen suchen sollen, weil Hartberg denken komischerweise jetzt ganz viele, wir wären so eine neue deutsche Härteband. Hartberg! Wir halten einfach nur so, tut mir leid. Aber ja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, das ist jetzt tatsächlich, weil du meintest, das ist nichts Großes. Das ist unser kleines Akustikprojekt, wo wir halt das Video in irgendwelchen Kneipen spielen. Aber wir haben tatsächlich sogar auf ein paar großen Rockfestivals gespielt, witzigerweise, und das lief auch gut. Also wir haben mit Mike Tramp und Booze and Glory, Doro, wer war da noch? Taufrock, halt auf einem großen Festival gespielt und das hat tatsächlich auch funktioniert, witzigerweise. Mhm. Wir haben auf mehreren Festivals dieses Jahr gespielt, Open Airs. Also auch das geht komischerweise, witzigerweise. Mhm. Irgendwie haben wir da wahrscheinlich was ungewollt, was richtig gemacht. Aber das war tatsächlich gar nicht geplant. Das ist eher so ein Unfall gewesen. Das Jahr neigt sich ja jetzt langsam dem Ende zu. Weihnachten steht vor der Tür. Gibt es für dich privat irgendwas, was du jetzt zum Jahresende machst? Gibt es so ein traditionelles Weihnachten, das du feierst? Oder ist halt ein Tag wie jeder andere auch? Also, ich muss ja gestehen, ich bin tatsächlich der Grinch. Also ich habe mit Weihnachten echt nicht viel am Hut. Ich finde, Weihnachten ist irgendwie so ein Alibi-Fest für Familienkräche und ähnliches. Also ich habe tatsächlich, aber ich muss auch sagen, also für mich ist das jetzt auch nicht so schlimm, weil ich arbeite jetzt wirklich auch durch, ne? Also wir haben jetzt noch, ich glaube, 6 Gigs mit Hartberg, dann die Axolipel-Studio-Produktion steht an, also da fahre ich nächste Woche hin, dann nehmen wir halt die neue Platte auf. Ja. Dann sind diese 3 Weihnachtstage, dann fahren wir in Schwarzwald noch. Mhm. Also insofern, weil da habe ich auch auf einer Platte gespielt, von einer Band namens Lammkotze, das ist so eine Band aus dem Schwarzwald, eine Oi-Band. Und die haben da, deren Label sitzt im Schwarzwald, und also Randale Records, und da haben wir dann in deren, die haben halt auch so einen Gasthof, da kann man natürlich auch essen gehen, und oben ist dann Bangkok, ne? Und da haben wir dann noch gespielt. Also insofern tatsächlich ist es so, bis Silvester ist alles durch. Was ich schade finde, früher hat man halt Weihnachten, zum Beispiel gab es hier in Hannover immer die Christmas Session. Ja. Das war dann immer für die Leute, die so nach 22 Uhr dann die Schnauze voll hatten von der Familienbescherung. Die haben dann, ja, ich muss noch weg, ich muss noch spielen. Und dann haben sich da immer in so einem alten Club, den es leider auch nicht mehr gibt, halt alle Musiker aus hannoverschen Bands getroffen und haben dann da bis in die Nacht noch Blues gejammt und sowas. Also auch wirklich größere Musiker. Also teilweise waren auch mal wer von den Scorpions da oder Fury in the Slaughterhouse oder Hermann Frank von Victory oder so. Aber eben auch irgendwelche kleinen Leute aus irgendwelchen Bluesbands und alle dann wohl. Das war eigentlich immer total geil. Das habe ich 10 Jahre lang eigentlich jedes Heiligabend durchgezogen. Und dann gab es das eben nicht mehr. Und seitdem ist es natürlich, das finde ich echt richtig schade, dass es das nicht gibt mehr. Und wir haben auch mal versucht, sowas dann nochmal irgendwie aufzuziehen, aber alles hat seine Zeit. Ja. Und diesen Club gab es nicht mehr. Dann wurde das versucht, in einem anderen Club zu machen nochmal, aber da ist dann keiner hingegangen. Das hatte sich nicht etabliert, also ging es nicht. Aber das war cool. Und genauso, früher war es eben auch so, dass du als Heavy-Metal-Band Silvester-Gigs hattest. Da haben irgendwie Leute so Heavy Silvester-Party gemacht und dann hat da eine Metal-Band gespielt. Das gibt's heute nicht mehr. Heute spielen da irgendwelche DJs oder Coverbands oder was war's. Ne? Das heißt, die Zeit, wo ich einen Silvester-Gig hatte, ist ewig her. Früher hatte ich immer Silvester-Gigs eigentlich. Ne? Aber die Zeiten sind vorbei, das gibt's nicht mehr. Ja. Ich kenne auch keinen aus meiner Ecke, der irgendwo einen Silvester-Gig hat. aber das war cool. Das war natürlich immer, also für mich war das tatsächlich immer diese ganzen Sachen. Ne? Das Liebste war mir immer, ich habe da gespielt. Ja. Ich muss nicht als Gast irgendwie da hin und ein Sektglas halten. Ich trinke sowieso keinen Alkohol. Also das ist Quark. Aber eben, wie gesagt, wenn ich da irgendwo gespielt habe, das war eigentlich für mich immer das Beste. Tatsächlich, für alles so. Ja, also dann spielt man da und nebenbei guckt man sich halt nochmal irgendwas an oder was auch immer so los ist. Ne? Genauso auch Reisen. Also ich finde das halt super, dass ich durch die Musik so viel reisen kann. Ne? Weil ich meine, das ist ja cool. Ich bin dann in der Stadt. Wenn ich dann Zeit habe, gucke ich mir halt da auch ein bisschen was an und so. Und dann geht es nächstes Mal weiter. Und dann habe ich aber auch was zu tun. Also ich bin nicht so ein Pauschaltourist. Ich bin super, also so ein Rock'n'Roll-Reisender ist für mich genau das Richtige. Oh. 2024, du hast jetzt schon gesagt, dass das mit Axel Rudi Pell steht eine Plattenproduktion an. Genau, da kommt jetzt eine neue Platte, dann spielen wir im Sommer Festivals, im Herbst kommt auch noch wieder eine Tour. Also das läuft total gut. Also ich meine, das ist ja seit Jahren sehr gut und das ist aber auch menschlich halt richtig klasse. Sowohl mit Axel selber als auch mit den Mitmusikern und auch eben Bobby, also Bobby Ronnelli ist ja seit jetzt auch schon 10 Jahren der Drummer, der neue Drummer. und
ist halt zum Beispiel auch sowas mit Never Meet Your Idols, aber Bobby ist zum Beispiel, ich meine, ich habe als Jugendlicher Platten gehört, auf denen der gespielt hat, ne? Diese Rainbow-Platten und sowas, ne? Und das ist, da wusste man ja auch nicht, wenn so einer in so eine Band kommt, ob der vielleicht dann doch so die Starkarte zieht und sagt, naja, ich bin ja schon 10 Klassen über euch, was er ja vom Weltruhm her ist. Aber das ist halt so ein herzensguter, lieber, netter Mensch, der lässt sich, also der ist so ein Teamplayer. Ja. Also da gibt es überhaupt keine Ego-Trips, der ist so einer von uns, und obwohl er eben sich das eigentlich leisten könnte von seiner Vita her. Ich meine, er hat ja nicht nur bei Rainbow gespielt, sondern Black Sabbath und Blue Oyster Cult und was alles, ne? Also das ist, aber der ist halt also so ein angenehmer Mensch und so ein cooler Freund geworden. Also das ist wirklich richtig toll, muss ich sagen. Aber da, die anderen will ich natürlich jetzt auch nicht schmälern, logischerweise. Ja. Also wir sind ja auch schon ewig zusammen. Ich bin ja seit 98 bei Axel. Und das ist ja schon eine Hausnummer. Also so lange muss ich nie mit einer Frau zusammen wie mit Herrn Pell. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich für deine Zeit, sehr gerne, die du genommen hast. Ich wünsche dir den Rest vom Jahr so, wie du ihn dir selber wünschst. Und ich würde mich freuen, wenn du nächstes Jahr mit Axel unterwegs bist, dann kommst du bestimmt in Memmingen oder so vorbei. Vielleicht können wir sich ja da mal privat treffen. Gerne. Und das eine oder andere Kaltgetränk zu sich nehmen. In meinem Fall eher Fanta und Cola als Bier, aber ja. Ist bei mir identisch genauso. Ja, cool. Du wolltest Schluss machen anscheinend, ne? Ja. Dann wollte ich noch mal kurz noch was, weil ich habe ja diese Religionsnummer, hatten wir ja nicht zu Ende gebracht, ne? Okay. Da wollte ich ganz gerne noch mal, da warte ich, glaube ich, mal einen Schluss, nämlich, also worum es mir eigentlich ging, nicht erklärt, da hat sie dann gleich weitergemacht. Okay. Weil was ich halt finde, also bei mir ist es halt einfach so, also ich toleriere Religion, jede Religion, ich finde auch wichtig, dass, aber ich finde halt wichtig, dass diese Religion auch Andersdenkende toleriert. Ja. Das heißt, solange, von mir aus kann jeder an die grüne Kuh glauben oder an den, was weiß ich, goldenen Iltis, das ist mir alles völlig egal, solange er den anderen Menschen halt das Recht lässt, ihren Glauben zu glauben. Mhm. Und das ist halt mein Problem mit Religion, dass dieser Ausschließlichkeitsanspruch da halt immer irgendwo manifestiert wird und dass das natürlich genau zu den Dingen führt, die ich halt verabscheue, nämlich Fanatismus, Faschismus, das ist ja auch zwar nicht wirklich religiös, aber oft auch religiös motiviert oder zumindest mit drin. Also alle Ismen dieser Welt halte ich für hochgefährlich, also alle Extremismen. Also bei mir ist es tatsächlich auch so, egal ob das jetzt Linksextremismus ist oder Rechtsextremismus oder religiöser Fanatismus, das ist für mich halt alles Grütze und hochgefährlich, und das finde ich halt ganz schlimm. Und das ist mir halt ganz wichtig, dass ich mich da auch so positioniere, dass ich da in keiner Ecke sitze. Ja. Heute heißt es ja immer, wer nicht ganz links ist, der ist gleich rechts. Das halte ich nicht für Schwachsinn, sondern ich finde einfach, am Ende geben sich die Extremisten auch immer wieder die Hand, und ich meine, auch Stalin hatte KZs. Also das nimmt sich ja alles nichts, ne? Und deshalb, das ist mir halt ganz wichtig, dass, also von mir aus soll jeder glauben, woran er will, aber dann natürlich halt, der Unterschied ist halt der, zum Beispiel jetzt auch heute, was wir jetzt aktuell gerade haben. Ich bin ja jüdischen Ursprungs, und wir haben halt inzwischen einen extremen Antisemitismus hier. Ja. Und der kommt aber eben nicht, wie man sich das eigentlich so in der Wohlfühlblase des linken Bürgertums so denkt, natürlich halt alles von rechts, sondern er kommt halt von einer ganz anderen Ecke. Ja. Und er ist halt importiert worden. Und das ist aber jetzt nicht ausländerfeindlich. Ich bin überhaupt kein, ich bin weder, also mir ist völlig egal, was jemand für eine Hautfarbe hat, was er für eine Herkunft hat. Aber ich möchte halt auch nicht, dass jemand hier in Deutschland ruft, Juden ins Gas. Ja. Und dann ist mir das auch scheißegal, ob das ein Nazi ist oder ob das ein jemand aus dem islamistischen Raum ist oder islamistischen Denkungsbla, aus der islamistischen Ideologie so. Ja. Ich will halt, dass das gar keiner rufen darf. Und ich finde es halt ganz schlimm, dass gerade jetzt, zur Zeit hat man ja das Gefühl, ich meine, weil das fällt mir halt auch auf. Auch gerade Künstler haben ja auch irgendwie eine Aufgabe, sich, also entweder sagen sie, ich bin total unpolitisch, ich singe nur Liebeslieder oder nur Lieder über Burgen und Schlösser, dann ist das auch okay. Aber wenn man sich halt in irgendeiner Form positioniert als Künstler. Und ich meine, meine Idole sind dann eben aber auch Leute wie Billy Bragg oder im deutschsprachigen Raum meinetwegen Konstantin Wecker oder Wolfgang Niedecken, die natürlich schon immer was zu Zeitgeschehen, zum Thema Zeitgeschehen zu sagen hatten oder haben. Ne? Und ich finde es halt auch wichtig, dass man sich dann aber auch immer positioniert. Das heißt, und hier in Deutschland habe ich immer das Gefühl, wenn es so häufig, also wenn irgendwas gegen rechts, ne, dann stehen sie natürlich alle da und sind alle
alle geben ein Solidaritätskonzert, wenn irgendwas passiert, alle ändern ihre Facebook-Bilder und dann steht da halt J3 irgendwas, keine Ahnung, ne? Ja. Aber komischerweise, aber dann würde ich halt auch erwarten, in dem Fall, wenn hier irgendwelche Synagogen mit Molotow-Cocktails beworfen werden, wie es ja nun gerade passiert ist, aber dann eben mal nicht von Nazis, ne? Ja. Sondern es waren halt nun mal Leute aus einem anderen Kulturkreis. Ist halt nun mal so. Ich meine, das ist nicht rassistisch gemeint, es ist einfach so. Ja. Und dann erwarte ich aber natürlich eigentlich von diesen Leuten auch, dass sie sich da auch positionieren. Und da ist eine Totenstille. Dieser ganze Kulturbereich, der immer überall am Start ist, von keinem, auch nur ein Facebook-Post. Ne? Ja. Und das finde ich halt auch, ich meine, klar, die haben natürlich so, der palästinensische Freiheitskämpfer ist halt so der edle Rebellen, ne? Aber ich meine, inzwischen hat sich halt, oh mein Gott, die haben Kinder umgebracht, ohne Ende, ne? Und geköpft und verbrannt und keine Ahnung, ne? Also, das ist ja nun nicht alles nur, ich meine, das ist ein terroristischer Akt, muss man sagen, was man will, ne? Ja. Und da hätte ich nicht, und gerade da das eben Deutschland durchaus auch tangiert, weil es natürlich hierher schwappt. Ja. Ich meine, du hast ja hier jetzt diese, und ich finde, es ist ein Riesenunterschied. Also, wenn jetzt auf irgendeiner Nazi-Demo irgendwer gebrüllt hätte, Juden ins Gas, die wären doch sofort verhaftet worden, zu Recht wegen Volksverhetzung, ne? Wenn das aber jetzt hier irgendjemand halt aus einem anderen Kulturkreis sagt, dann wird, das muss man natürlich so ein bisschen verstehen und die haben ja, ne? Nein, ich will einfach gar nicht, dass hier irgendwer sowas ruft, egal wer. Ja. Ne? Und das finde ich sehr schade. Also das ist was, was mich wirklich sehr ärgert, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird. Ja. Das wollte ich nur noch mal so ein bisschen loswerden. Ne? Ja. Weil ich finde, und auch eben von Künstlern, also ich bin von sehr vielen Künstlern, die ich durchaus immer hochgeachtet habe, wo ich immer gesagt habe, hey, alles klar, ne, und ich finde auch alles gut mit diesen ganzen Solidaritätskonzerten, mal mehr, mal weniger. Manchmal fand ich es auch überzogen, weil es auch so ein bisschen eine Selbstdarstellung war. Manchmal fand ich es völlig angebracht. Ja. Aber tatsächlich, dass von den ganzen Leuten jetzt so gar nichts kommt, Totenstille, das finde ich beängstigend. Ja. Ne? Und das hat mir bei einigen von denen auch ein bisschen, wo ich so gedacht habe, habt ihr ja wahrscheinlich jetzt, vielleicht habt ihr jetzt Angst, irgendwie Gegenwind zu kriegen und dann wird einfach mal so gar nichts, noch nicht mal irgendwas geschrieben bei Facebook oder so. Ne? Das finde ich sehr uncool. Ein paar Ausnahmen gibt es auch. Ein paar Leute sind in meiner Achtung auch sehr gestiegen. Aber es ist eigentlich nur die Bank Totenstille im Kulturbereich. Ja. Und das finde ich gerade jetzt auch als selber, das Judentum ist ja keine Rasse. Also ich bin kein Halbjude, weil es ist eine Religion. Da ich diese Religion nicht ausübe, bin ich kein Jude. Punkt. Ne? Ja. Also dieses Halbjude, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Ne? Ja. Das ist ja eigentlich, das ist, finde ich, schon am schlimmsten. Ich meine, dass die ganzen Linken haben ja diese Nazi-Rassenideologie praktisch übernommen. Mhm. Ne? Und ich meine, das ist ja wirklich, ich meine, die Linken sind doch gegen Nazis. Ich meine, wie viele hörst du da? Ja, du bist ja von der jüdischen Rasse, sag ich. Wenn das wenn du sprichst du mit irgendeinem, hier, so einem Studenten, so einem Hipster-Antifa-Menschen, ne? Ja. Und dann sagt der, erzählt dir was von der jüdischen Rasse. Und dann sagst du, Alter, informier dich doch erstmal. Es gibt keine jüdische Rasse, ne, weißt du so, ne? Ja. Und das heißt, sie nehmen dann die sind ja oft, wissen sie gar nicht, wovon sie sprechen und reden da irgendwie und geben da irgendwelche Nazi-Ideologien weiter. Und schreien aber, sie wären Antifa, ne, weißt du, und das finde ich halt absurd. Und ich meine, das ist ja eben auch was, ne? Ich meine, diese Antifa ist halt nicht, also es gibt ja keine Antifa. Es ist ja nicht ein Verein, wo man eintritt oder eine Organisation, sondern jeder, der irgendwas macht, sagt, das ist eine antifaschistische Aktion und dann ist er Antifa. Ne? Ja. Aber tatsächlich ist auch da eben, es gibt sehr viele, die sich der ganzen Methoden der Gegenseite, wie sagt man, bedienen. Ja. Und ich habe ja zum Beispiel auch, wie gesagt, ich habe ja jahrelang eher noch mit Musikern gespielt, die halt vielleicht nicht so einen ganz guten Ruf haben. Ne? Wobei ich mir natürlich sehr gut ein eigenes Bild mache, allein auf aufgrund meiner Familiengeschichte, ich gucke mir die Leute schon sehr genau an und aber ich mache mir halt selber ein Bild. Also wenn mir jemand erzählt, ja, mit dem darfst du nicht spielen, der ist blöd, dann spreche ich mit dem erstmal. Ja. Und dann gucke ich mal, was der für ein Weltbild hat. Und wenn er dann, wenn das, was der von mir erzählt, was ich selber im Umfeld erlebe, da habe ich dann eben oft die Erfahrung gemacht. Gerade jetzt zum Beispiel, ich habe ja zum Beispiel jahrelang mit dem Gerissen der bösen Onkels gespielt, ne? Ja. Die halt in manchen uninformierten Kreisen so einen schlechten Ruf haben. Und ich ganz ehrlich, also ich habe nie einen weltoffeneren Menschen und auch in seinem Umkreis kennengelernt. Ich habe da niemals auch nur einen ansatzweise rassistischen Spruch gehört, gar nichts. Also das ist wirklich völliger Schwachsinn. Und dann spielst du mit irgendeiner Metalband und hörst die ganze Zeit irgendwelche, gerade mit Schwarzen, Leuten jetzt aus den Südstaaten von Amerikas, hörst du dann irgendwelche Witze über dunkelhäutige Menschen. Ja. Und das hörst du aber da nicht.
Also ich mache mir da selber mein Bild. Und gerade die Onkels, also da habe ich nie irgendwas Negatives erlebt in der Richtung. Mhm. Gar nicht. Ne? Aber darum würde ich natürlich trotzdem dann in der Öffentlichkeit öfter mal angefeindet und so. Ja. Und eben teilweise richtig so, ich habe sogar in der Zeit dann ein Drohmail von der Antifa bekommen und sowas. Ne? Wo ich auch so, dann habe ich dann auch so, und dann habe ich zurückgeschrieben. Eine war per E-Mail, da konnte ich zurückschreiben. Nicht per E-Mail, per Messenger oder irgendwas. Ne? Ja. Ja, da gab es schon Facebook, genau, bei Facebook Messenger. Und dann habe ich da zurückgeschrieben, habe dann geschrieben, ihr wisst aber schon, dass ihr hier ein Halbengländer jüdischer Abstammung bedroht, dessen Großeltern von den Nazis umgebracht wurden. Und dann hat der Typ zurückgeschrieben, ja, man weiß ja genau, dass die Juden immer dahin gehen, wo das Geld ist. Du hast dich an die bösen Onkels verkauft. Und da habe ich gesagt, was haben wir denn jetzt? Ist das jetzt der antifaschistische Antisemitismus oder was soll das sein? Ne? Da war das erste Mal, dass ich hatte mit denen ja nie irgendwas zu tun, weil ich meine, ich bin ja, in einer ganz anderen Ecke. Ne? Aber da war das erste Mal, dass ich so gedacht habe, hä? Das ist nicht jetzt falsch. Ne? Ja. Oder zum Beispiel hier in Bad Nenndorf hatten wir immer so Nazi-Aufmärsche, ne? Weil hier war irgendwie mal so ein Internierungslager der Engländer, wo irgendwelche SS-Offiziere verhört wurden. Und auf jeden Fall, und da haben die immer jahrelang hier so einen Gedenkmarsch gemacht. Mhm. Und dagegen haben natürlich dann die ganzen Bad Nenndorfer protestiert. Und da habe ich dann zum Beispiel ich habe einen Song geschrieben über die Geschichte meines Vaters, ne? Und den habe ich dann da immer bei solchen Anlässen auch gesungen oder singe ich auch immer noch, wenn sich das mal ergibt. Mhm. Und also ich war wohlgemerkt, habe nicht auf der Nazi-Demo gesungen, sondern gegen die Nazis. Ne? Nochmal Ausrufezeichen, damit mir jetzt keiner hier irgendeinen Strick aus irgendwas dreht. Weil sowas ja gern missverstanden wird, habe ich leider in den Jahren kriegen müssen. Ne? Und dann habe ich auch noch die falsche Haarpracht, ne? Dann ist das ganz schnell. Obwohl die echten Nazis, die man so trifft, die sehen ja heute ganz anders aus. Das sind irgendwelche Blätter und Langhaarige und Hipster. Also die Skinhead-Szene ist eigentlich relativ nazifrei im Vergleich zu irgendwelchen anderen Szenen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, auf jeden Fall habe ich dann da das gesungen halt. Ne? Und da war ein Gedenkgottesdienst am Anfang in der Kurmuschel hier bei uns. Ne? Und da waren eben auch zwei Überlebende des Holocaust, also zwei 90-Jährige, ne? Die halt KZ-Opfer, die dann eben auch eine Rede halten sollten und das gemacht haben. Und dann standen diese ganzen Antifa-Leute da gab es doch diese komischen WM-Tröten. Ich weiß nicht, wie die heißen. Wuhu-Zähler oder irgendwas, keine Ahnung. Ne, sowas, ne? Ja. Und dann haben die ganze Zeit, während diese Holocaust-Opfer geredet haben, haben die ganze Zeit diesen Krach gemacht und ihre komischen Parolen gerufen. Mhm. Sodass man die eigentlich gar nicht verstehen konnte. Ne? Ja. Und die ganze Zeit hat gestört. Ne? Und nur wollte eigentlich nur Randale. Ne? Und die ganze Zeit immer. Keine Ahnung, ich kriege diese Sprüche, ist auch scheißegal, Alerta, Alerta, Antifaschista und und die konnten ihre Reden gar nicht halten. Und ich meine, um die ging es ja. Das waren die Holocaust-Opfer. Ja. Die waren im KZ, weißt du so, ne? Und diese Hipster-Studenten wollten halt einfach nur Krach und Randale und Power und so. Und da hast du halt gemerkt, denen ging es gar nicht um die Sache. Ja. Die haben sich das gar nicht angehört. Die wollten einfach nur, wann geht's denn jetzt los, jetzt wollen wir mal hier, ne? Ja. Kloppen können und so. Das ist halt, und das ist halt leider von der einen Seite genau wie die anderen. Das waren ja auch keine Bad Nenndorfer, das waren irgendwie, die waren irgendwie zugereist aus sonst wo. Ja, Berlin wahrscheinlich, ne? Weißt du so. Und das ist eben, das ist nicht die Antifa, die ich mir als eine antifaschistische, also die ich mir unter Antifaschismus vorstelle, weil eben auf ihre Art finde ich die genauso beängstigend faschistisch wie die andere Seite auch. Ja. Was eben nicht heißt, dass jetzt ich die ganze Antifa verteufle, weil Antifa ist genauso gut auch der Oberstudienrat, der in seiner Kleinstadt einen Infoabend über den Holocaust organisiert. Das ist cool. Ja. Aber halt die Typen, die auf der Straße irgendwelchen Leuten, egal wo die herkommen, die Autos einschmeißen und einfach irgendwie ohne zu recherchieren irgendwelche Leute als Nazis titulieren, das sind für mich genauso Faschisten wie die andere Seite. Ja. Also, genau, so, jetzt sind wir, diese Religionsnummer habe ich ja durch. jetzt können wir uns wieder verabschieden. Das ging ja, ist jetzt mehr ausgeartet, ne? Aber das war mir irgendwie so ein bisschen wichtig. Ja, ups, Entschuldigung. Ich möchte bei Religion auch nur kurz so einen Schwenk machen, weil mich viele Leute immer so in die Religionsschiene reinschieben. Ich gehöre zu keiner Religion, ich glaube an Gott. Aber ich gehöre zu keiner Religion. Also ich habe nichts mit der katholischen Kirche oder sonst irgendeiner Kirche am Hut. Ich glaube an Gott und Punkt. Ja gut, aber wenn du an Gott glaubst, bist du ja religiös. Ja, aber also ja. Der Klassiker ist ja, dass die Leute sagen, ja, also okay, du glaubst an Gott, dann dein Papst. Nö, ich habe mit dem Papst nichts zu tun. Nee, der Papst ist ja katholisch, das ist ja klar. Logisch. Ja. Ich weiß nicht, bist du evangelisch oder was? Oder Freikirche oder irgendwas? Ja, keine Ahnung. Ich gehe mal in eine Freikirche, genau. Ja, ja, klar, aber jeder ist ja trotzdem religiös. Ja. Also Religion ist es ja schon. Ja. Also nicht religiös hieß es ja, du wärst Agnostiker. Ja,
Oder Atheist, das wäre noch mehr. Agnostiker, ich, Atheist, ich weiß es nicht. Ich mache nur so unter die klassischen Religionen so einen Strich. Weil ich denke, das würde... Ja, aber gut, aber die Religion ist ja losgelöst von der Institution. Also du meinst wahrscheinlich eher, die Institution ist ja eine Kirche. Ja. Ne? Also die Institution. Die Religion ist ja die Lehre. Ja. Also wenn du jetzt sagst, du glaubst an Gott und Bibel, und dann bist du schon religiös, würde ich sagen. Ja. Also aber verstanden, Institution Kirche aktiv. Genau. Verstanden wird es ja meistens andersrum, dass Leute hören Glaube und sagen, okay, das muss dann katholische Kirche oder evangelische oder orthodoxe oder was es auch alles gibt sein, aber das bin ich nicht. Ich bin dann eher so der religiöse Mensch, der an Gott glaubt, aber der an keine Institution gebunden ist. So rum. Ja klar, gut, wobei auch Freikirchen natürlich wieder organisiert sind auf irgendeine Art und Weise. Genau. Also ich denke mal, manchmal sogar noch krasser, weil die natürlich oft noch... Also so meine Begegnungen mit Leuten aus Freikirchen waren halt immer die, dass sie noch viel fanatischer waren als irgendwelche Leute, die halt ab und zu mal in die Kirche gehen und da 3 Euro in die Kollekte werfen. Aber die Leute aus diesen Freikirchen, also da habe ich schon echt, also da wurde ich schon, die Musik, die ich mache, das ist ja satanistisch und was ich alles schon da geführt habe. Also die finde ich, diese Freikirchen-Christen, ich meine, obwohl du jetzt selber einer bist, also du bist ja anscheinend nicht so, sonst würdest du ja nicht solche Interviews mit irgendwelchen komischen Heavy-Metal-Musikern führen. Aber tatsächlich habe ich aus diesem evangelisch-katholischen Bereich habe ich nie groß irgendwelche Anfeindungen bekommen. Allerdings aus Freikirchen öfter mal. Ja. Da sollten wir dann, die haben also öfter auch gegen Bands, mit denen ich so spielte, irgendwie da irgendwie versucht, irgendwas zu machen. Oder in Schulen, wo ich unterrichtete, dass es dann hieß, warum darf der da unterrichten und so. Also das war schon tatsächlich, das waren immer Leute aus Freikirchen. Ja. Muss ich sagen. Also dass die jetzt so, und die waren schon auf ihre Art fanatischer, doch, das muss ich schon sagen. Ja, das glaube ich auch, dass da viele. Manchmal das ist ein blöder Beispiel, wenn ich sage, Fädel verehrte Seelen geben. Ja, und vor allem ist es ja so, ich meine, der einfachste Weg ist ja einfach, wenn man jetzt als Kind, die Eltern waren halt evangelisch, dann ist das Kind halt auch evangelisch und geht da ab und zu mal hin und muss sich nicht groß echauffieren. Ne? Ja. Wenn man halt sagt, okay, ich trete jetzt aus diesen herkömmlichen Kirchenorganisationen aus und suche mir so eine Freikirche und muss mich da in der Gemeinde auch einbringen, in dem Moment muss ich mich ja auch, ist das ja unbequemer, ich muss ja mehr machen. Ja. Das heißt, das machen ja auch nur Leute, denen das wichtig ist. Ja. Also wer jetzt sagt, ich bin halt doch so drin, aber die sind ja nicht fanatisch, weil denen ist es nicht wichtig. Ja. Aber die Leute, die in so eine Freikirche gehen, die haben dann ja schon, die suchen ja irgendwas und brauchen auch einen Halt oder eine Aufgabe oder was auch immer, ein Über-Ich, was weiß ich. Also irgendwas ist dann ja immer da, was gesucht werden muss. Ja. Und das bedeutet ja schon, dass sie das ernster nehmen. Und da ist natürlich auch die Gefahr, dass es dann ein fanatischerer Glauben wird, durchaus auch gegeben. Klar. Ja. Gebe ich dir auch vollkommen. Was ich auch nicht verallgemeinern möchte. Ja. Wie gesagt, jeder Freikircher, der tolerant ist, hat meinen Zuspruch. Jeder, der intolerant ist und möglichst irgendwie alle anderen, keine Ahnung, weil sie ja Satanisten sind, irgendwie umbringen lassen möchte, der hat dann nicht meinen Zuspruch. Ja. Das ist ja zu extrem jetzt. Aber es gibt halt so Mittelwege, Mitteldinger, die dann auch schon gefährlich sind. Ja, eben. Zum Beispiel, wenn halt zum Beispiel an Schulen gesagt wird, hier, warum darf der hier unterrichten, der spielt in einer Heavy-Metal-Band. Das ist ja schon drüber. Ja. Finde ich. Auch wenn es nicht umbringen ist, aber es ist halt schon, also alles, was intolerant und Ausgrenzung ist und sowas, also finde ich immer gefährlich. Ja. Und eben dieser Alleinigkeitsanspruch, mein Gott ist der einzig wahre, dann ist es schon mal schwierig. Eben. Aber bevor wir jetzt nochmal in die andere Richtung abbiegen, ich möchte auf jeden Fall mich 1000-mal bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast für mich. Logisch. Und würde mich freuen, wenn sich die Gelegenheit gibt, dass wir uns nochmal unterhalten. Gerne. Dann wünsche ich dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ja, gleichfalls. Dankeschön. I'm just a gentleman with a thing. All the things that make things better, so decide to bring the knife to the gunfight. You tie the rope into a sling, just cling on tight. I'm just a gentleman with a thing. It don't mean profanity, but ain't got that swing. I'm just a gentleman.
with a